with grace. Jojo Vogt, unser heutiger Gast im Two Drummers Talking Talk. Im tiefen Bayern. Im schönen Bayern, ne? Im schönen Bayern, ja. Beheimatet. Und ich, aus meiner Sicht, ich kann sagen, wir haben uns 2019 beim Peiste Camp Day der GEWA getroffen und haben uns da kennen und schätzen, wie sagt man da, gemocht? Lieben gelernt. Lieben gelernt, machen wir es doch kurz. Na klar. Genau, und seitdem immer wieder so ein paar Telefonate, WhatsApp und Instagram-Nachrichten ausgetauscht und ja. Und Jojo ist mir irgendwie so nachhaltig auch in Erinnerung geblieben, weil ich seine Stories verfolge auf Instagram zum Beispiel und ihm folge, wie er sein neues Studio fertigstellt. Ich unterstelle dir jetzt mal, dass das so ein Lebenstraum ist, den du dir da gerade so verwirklichst irgendwie. Und es sieht unfassbar geil aus. Und wir haben schon geschrieben, dass ich mal vorbeikommen muss auf ein gutes, kaltes bayerisches Bier. Ich dachte, du sagst, ich komme auf einen Take vorbei. Ich muss echt mal auf einen Take vorbeikommen. Mehr als einen Take spiele ich eh nicht. Ja, genau. Klar. ja, also Jojo, du hast deine Credits, ich habe vorhin mal auf deiner Webseite noch geguckt, reichen von Sido, Max Mutzke, Jan Delay, Mike Stern, Richard Boner, Randy Brecker, Peter Maffay, Vicky Leandros, Münchner Freiheit, Patrick Lindner, Wolfgang Viereck, einige Filmscores, ja, und jetzt bis zur Umsetzung deines eigenen Studios. Eine ganz schöne Leiste an Credits, wenn man das so sagen will. Absolut. Ich wusste gar nicht, dass die da alle stehen tatsächlich. Ja. Nein, ich weiß es schon. Ich weiß es schon, aber ich kann es tatsächlich selber auch gar nicht. Also immer, ich weiß es auch nicht, wie das dazu gekommen ist, aber es kam dazu, ja. Also ja. Natürlich auch erstmal schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass wir uns nach langer Zeit zumindest virtuell wieder sehen können und uns austauschen können. Und ja, ich freue mich sehr. Und gleich auf deine Frage zurückzukommen. Dieser Studiobau ist natürlich eine Erfüllung eines Lebenstraumes. Auf der anderen Seite ist es auch die Konsequenz aus den letzten Jahren. Ich habe jetzt eben die Möglichkeit, da einen eigenen Raum umzusetzen und bin bis dato in einem Gemeinschaftsstudio, wo man immer aufeinander auch Rücksicht nehmen muss. Und das große Manko an dem Studio ist, ich muss immer auf- und abbauen. Und jetzt mache ich ja doch relativ regelmäßig Studio und habe Gott sei Dank regelmäßig Studio-Jobs. Und es ist sehr zeitintensiv und es kann auch einfach mal sein, dass man mal einen Tag hat, wo dann vielleicht ein Mikrofon ein paar Zentimeter nicht dasteht, wo es vielleicht stehen sollte. Und man muss ja im Multitracking immer wahnsinnig aufpassen mit dem ganzen Phasenschissel. Und ja, da gibt es halt dann auch so Tage, wo du denkst, so, oh, jetzt, was ist jetzt heute los? Keine Ahnung. Ja. Und dann hast du wieder einen Tag, wo alles super ist. Aber natürlich ist da der Traum, ein festes Setup zu haben, eine feste Mikrofonie, es ist alles wahnsinnig ausgecheckt. Es gibt fest verbaute Raummikrofone, ist ein relativ kleiner Raum tatsächlich, der allerdings sehr hoch ist und vom Akustikausbau her jetzt auch sehr kompakt klingt. Ich kann allerdings einfach die Tür aufmachen und habe dann ein großes Treppenhaus aus Beton, um dann da eben die eventuell fehlende Räumlichkeit in dem kleinen Raum auszugleichen. Das Ganze ist bei mir im Haus, deswegen werde ich da auch die einzigen Probleme, die ich bekommen werden könnte, ist ja mit meiner Frau. Ich glaube, das ist okay. Und, ja. Dementsprechend gibt es da eben der Traum oder das Konzept dahinter ist, dass ganz viele Sachen einfach immer da bleiben, wo sie sind und dann man am Steckfeld tatsächlich einfach umstecken kann. Wenn ich sage, okay, ich sitze da und denke mir, ja,
der Track irgendwie, ich brauche mehr Räumlichkeit, dann kann ich sagen, ich stecke jetzt einfach da hinten schnell die zwei Leitungen um und dann ist das Mikrofon im Gang draußen an, kann ich sagen, ja, wie klingt es mit geschlossener Tür? Ah, super, gefällt mir, kann ich aufnehmen. Wenn nicht, mache ich die Tür ganz auf oder ich lehne die Tür an. Und diese ganzen Sachen, also da steckt sehr viel Arbeit und sehr viele Prozesse stecken da auch drin. Ja. Zum Beispiel auch, dass ich jetzt habe ich quasi zwei Räume, ich werde dann auch zwei Räume haben, aber ich habe also jegliches Equipment, was den Kreativprozess beeinflusst, also sprich Preamps, das ganze Leveling und auch Outboard-Kompressoren und diese ganzen Sachen, habe ich hinter mir stehen in Racks in den Bassfallen integriert und ich kann mich dann quasi sitzend jeweils am Set umdrehen und kann dann da die Pegel machen. Das ist ganz gut, ja. Super. Weil man muss nicht dann spielst du, machst du Soundcheck und denkst dir, ah, jetzt war ich gerade, ist da schon wieder das eine Snare ist wieder viel zu laut. Ah, ja. Verdammt, was soll ich machen? Und das wird im gesamten Recording-Prozess ist es quasi auf meinen Workflow ausgelegt. Mhm. Und dann gibt es einen zweiten Raum, der auf der einen Seite kann ich da meinen Unterricht machen, meinen Schlagzeugunterricht. Und da wird aber dann auch eine Abhöre stehen und die ganze Interface. Und auch da wird es noch Optionen geben, Outboard einzubinden. Das ist super, das zu trennen, oder? Also den Kreativbereich, wo man recordet und Musik macht, und den Unterrichtsbereich. Ich weiß nicht, wie das dir geht. Für mich war das immer so ein Anliegen, das zu trennen. Dass das nicht auf demselben Schlagzeug passiert, so dass ich quasi meine Kreativbude in einer Ecke stehen hatte, auch in den kleinsten Übungsräumen, die ich so hatte, habe ich immer versucht, das voneinander zu trennen. Ist das auch so ein bisschen der Grund für den zweiten Raum bei dir, Jojo? Ich würde es hassen, das im gleichen Raum zu machen. Also ich bin da auch so, bin vielleicht da auch ein bisschen zwanghaft irgendwie, ich möchte, dann geht doch irgendwie einer hin und macht irgendwas oder keine Ahnung. Ja. Ich will einfach, das ist mein Raum, da darf keiner rein, meine Kinder dürfen da auch nicht rein, der wird abgesperrt, was weiß ich, weiß es nicht. Aber also ich will einfach, dass dieses ganze Thema Recording komplett ausgegrenzt ist. Und mir ist es wichtig, zu mir kommen doch immer noch regelmäßig auch Produzenten, die gerne beim Recording-Prozess dabei sind. Und deswegen ist natürlich, brauche ich einen zweiten Raum. Ja. Mhm. Ich brauche auch ein Lager und ein festes Setup, auf dem ich arbeite, gibt es eh nicht. Ja. Ja. Also das heißt, ja, bitte. Hast du das beim Hausbau schon so eingeplant? Also war das quasi, hattest du die Erlaubnis, in Anführungsstrichen, dich da auszutoben und zu sagen, so, wenn das Haus gebaut wird, brauche ich so zwei Räume? Es war eigentlich ursprünglich nur ein Unterrichtsraum geplant und dieser Aufnahmeraum war nie geplant. Ist es vielleicht auch ganz gut, weil sonst wäre ich wahrscheinlich in der Planung schon wahnsinnig geworden oder hätte da noch mehr. Also einerseits wäre es gut gewesen, dann hätte ich natürlich eine andere Größe des Raumes nochmal gewählt. Aber ich finde es jetzt super. Es ist so, wie es ist. Und ich hatte Gott sei Dank, also eigentlich war die Situation in München, hat sich in meinem Studio auch ein bisschen zugespitzt, weil mein Partner oder der Hauptmieter vom Studio, der hat die letzten Jahre enorm viel Recording angefangen und dementsprechend ist es ihm für ihn immer schwierig und ein Spagat, wenn ich dann da einen ganzen Tag oder auch mal zwei Tage am Stück irgendwie recorde. Ja. Das ist für ihn schwierig und da hat sich die Lage eben auch zugespitzt. Dann ist es auch eine Zwischennutzung. Wir sind da im Kunstpark Ostgelände, was alles platt gemacht wird, weil dort quasi dieses neue Werksviertel entstehen wird. Und zumindest vor Corona war dort auch das neue Konzerthaus für München geplant. Und ich bin dann, wir hatten so unser Richtfest und dann war einer meiner ganz engen Freunde und fantastischer Engineer und toller, fantastischer Typ, Stefan C. heißt er, der hat ein Studio
hier auch in der Nähe. Und der hat mir dann, wir sind dann so durch den Keller gegangen und dann habe ich gesagt, ja, du, meinst du, man kann da was machen mit dem großen Keller? Dann war er so, weiß er jetzt auch nicht. Und dann habe ich ihm so nebenbei noch diesen kleinen Raum gezeigt und dann ist er so rein und gesagt, perfekt, mach's doch einfach hier. Und dann haben wir im ersten Lockdown haben wir dann auch so über Skype, jeder hat, glaube ich, eine Flasche Weißwein getrunken, haben wir da den Fahrplan für den Akustikausbau irgendwie gemacht. Er hat mich da toll unterstützt und unterstützt mich bis jetzt auch ganz toll. Und genau, dann habe ich das quasi geplant und dann umgesetzt und alles selber auch also ich habe alles selber gemacht bisher. Cool. Wahnsinn, hey, echt. Super. Genau. Aber es wird gut. Ich freue mich sehr drauf und es ist auch ein Ende in Sicht und das wird ein toller Schritt nach vorne, weil einfach dann man verliert so viel Zeit durch logistische Geschichten. Und gerade wenn man kleine Kinder hat, ist es einfach toll, wenn man einfach nicht so weite Wege hat, auch mal einen kurzen Zeitslot von 2 Stunden nutzen kann, und sagen kann, hey, jetzt habe ich einfach Bock, was zu machen, jetzt gehe ich einfach schnell runter und dann ist es geil und dann passiert was und ich kann die Energie, die ich habe für kreative Prozesse und Dinge nutzen und verliere einfach nicht so viel Geduld und so viel Kraft für so technisches Zeug. Das ist, glaube ich, da, ich freue mich unglaublich drauf. Es wird ein ganz neues Lebensgefühl werden. Okay. Ja, bestimmt, wirst du Tag und Nacht spielen können? Im Aufnahmeraum nicht, aber der zweite Raum, den wie am Unterricht, den mache ich Raum in Raum. Ja, der ist auch noch nicht, den habe ich noch nicht angefangen, der ist gerade in Planung. Und dann kann man halt hier auch sozialverträglich, familienverträglich auch den Unterricht gestalten. Super. Und ich unterrichte auch tatsächlich 2-mal in der Woche bis um 22 Uhr am Abend. Und Nachbarschaft ist natürlich auch ein Thema, was auch beachtet werden sollte. Ja, na klar. Genau. Echt mega. Klar. Wie lange machst du das schon so, Recording? Ist das irgendwie, hat sich das so entwickelt oder fandst du das schon immer, war das schon immer dein Ziel, das zu machen? Eigentlich überhaupt nicht. Also ich habe halt, weiß ich nicht, ich war da mit 20, mir war immer klar, dass ich Schlagzeuger werden wollte. Und mit Anfang 20, ich war, wie Frank, glaube ich, auch am Drummers Focus. Ich war in München, du warst in Stuttgart wahrscheinlich, oder? Ja. Und habe dann da halt die ersten Jahre das halt so gemacht, wie die mir das erzählt haben und habe parallel dann so angefangen, halt meine ersten Bands zu machen, auch so ein paar Künstler zu machen und habe dann meine erste eigene Indie-Band gehabt. Und mit dieser Indie-Band haben wir lustigerweise dann beim besagten Stefan C., mit dem ich heute so gut befreundet bin, haben wir dann dort die Schlagzeugaufnahmen für unser Album gemacht. Und das hat ihm irgendwie gefallen. Und er hatte mich dann angerufen, ich weiß nicht, vielleicht ein Jahr später oder ein Dreivierteljahr später hat er angerufen und sagte so, hey Jojo, hast du morgen Zeit? Und dann sage ich, ja, ich habe morgen Zeit. Sagte, ja, ich brauche unbedingt einen Schlagzeuger, kommst vorbei. Und ich sagte, ja, okay, was ist es denn? Und er hat gesagt, ja, das passt schon, das ist so ein Sony-Künstler, kommst einfach vorbei, das passt schon. Und ich natürlich dann schon so flattern bekommen, die Hosen voll gehabt und dann so mein Zeug gepackt und bin dann hingefahren und dann war halt nicht nur der Stefan da, sondern auch noch 2 Produzenten. Mir ist die Düse natürlich noch viel mehr gegangen. Dann war auch Micha Kunzi von Münchner Freiheit war einer der Produzenten, der mich dann auch über Jahre tatsächlich, wir sind immer noch im Kontakt, der hat mich auch oft protegiert und ist ein ganz, ganz toller Mann und hat mich immer fast schon väterlich behandelt, muss ich sagen. Den mag ich sehr, sehr gern und habe ihm auch einiges zu verdanken. Und dann habe ich da halt mein erstes Recording gemacht für damals Alex Diehl hieß der Künstler. Und es war für mich, muss ich schon sagen, so ein Punkt, der eigentlich alles auf den Kopf gestellt hat. Weil ich habe mich bis dato eigentlich mit Tuning nie auseinandergesetzt und dachte mir, ja,
eine Snare ist halt eine Snare, da haust du drauf, das passt schon, du musst halt irgendwie ein bisschen, dann hast du da so wahllos rumgeschraubt. Und die Toms war immer eine Katastrophe, also das hatte ich nie im Griff, da wusste ich überhaupt nicht, wo ich anfangen soll, habe schon natürlich aus Hilflosigkeit irgendwie sämtliche Felltypen ausprobiert und habe dann, was weiß ich, dann kaufst du dir irgendwas vor, gedämpft es und denkst dir, jetzt ist die, jetzt kommt dann, es funktioniert auf einmal alles, dann ziehst du es rauf. Dann habe ich da rumgeschraubt, dann war alles, hat es natürlich trotzdem Obertöne gehabt. Welch Wunder natürlich. Aber ich dachte, ich kaufe jetzt das neue Fell und dann ist auf einmal ist alles in Ordnung. So wie es halt auch oft suggeriert wird in den ganzen Werbeanzeigen. Das ist doch der Klassiker. Ich kenne das so, habt ihr mal Aushilfen gemacht in anderen Musikschulen? Das ist so ein Klassiker, finde ich. Man fährt zu irgendeiner Musikschule, wo man mal einen Tag aushilft. Dann kommt man in so einen Keller, wo so ein schäbiges altes Drumkit mit den Toms so steht. Pinstripe-Felle. Geil. Also geil. Pinstripe-Felle. Klar. Total hochgestimmt. Und so Gaffer-Tape-Streifen. So ja, entweder ein Quadrat. So. Geil. Und natürlich immer noch Obertöne wie Sau. Das ist super, ey. Das ist wirklich der Klassiker. Ne? So, ey, da kaufst du dir Pinstripe-Felle, dann kann nichts passieren. Ja. Super. So ganze Tempos noch drauf. Wahnsinn. Immer, das mache ich immer noch. Und das ist mein Geheimnis. Voll geil. Na klar. Und wenn es alt genug ist, das finde ich ja eh Wahnsinn, wenn so Sachen alt genug sind und dann versuchst du so das abzuziehen, das Gafferzeug. Und das funktioniert ja oft gar nicht. Dann hast du so einzelne Fasern versteinert. Auch das Taschentuch. Auch das Taschentuch, ja, auf jeden Fall. Ach, das ist geil. Geil. Ja, ja. Super. Sorry, und das hat das leider bei mir getriggert. Auch, ja, also ja, ich kann es sagen, ich verstehe alles. Also das ist tatsächlich, ja. Und ich war dann in dieser Session und es hat irgendwie alles ganz gut funktioniert. Und ich habe mit Stefan lustigerweise irgendwann Jahre später drüber geredet und habe ihm auch gestanden, dass ich die Hosen randvoll hatte, weil ich so Schiss hatte. Ja. Und der hat dann gesagt, das hätte ich ja nie gedacht. Der hat gedacht, ich bin ja voll der kalte Hund. Der Jojo, der ist ein so alter Profi. So dann anscheinend habe ich mich ganz, ganz gut verkauft. Super, ja. Und dann kam eben diese Situation, wo sie gesagt haben, ja, sie wollen also ein ganz tiefes Snare-Tuning. Und ich saß dann so im Aufnahmeraum und dachte mir so, ja, die ist ja schon total tief. Und dann habe ich so... Und dann habe ich da wahllos also wirklich rumgedreht. Ich hatte ganz gute Sachen. Das war damals so eine Brady, so eine 14,6,5er Block. Ist natürlich auch prädestiniert für den Sound. Habe ich Glück gehabt, dass die gerade da war. Und dann habe ich gedreht und dann hat es da das Fell angefangen, Falten zu werfen. Ich mir dachte, ach du Scheiße, das geht ja nicht. Wie soll denn das funktionieren? Das hat jeder gesagt, das darf ist man verboten. Nicht. Ja. Also, wenn du nicht irgendwie alles even ist, dann ist alles falsch. Geil. Und dann habe ich dann so draufgehauen und dachte mir so, Alter, ich komme aus dieser Nummer nicht mehr raus. Und dann irgendwann kam so aus dem Regieraum, nichts mehr verändern, es klingt einfach großartig. Und ich so, super. Ja. War also völlig ungläubig und habe dann die Nummer gespielt und bin dann rüber in die Regie und war selber völlig fasziniert und baff von diesem Snare-Sound. Und weißt du noch, wie die im Raum geklungen hat? Ja, die klang halt wie ein Karton. Ja. Und ich finde es nämlich ein Wahnsinnsphänomen. Ich habe hier in dem Studio, in dem ich jetzt hier auch residiere, so mehr oder weniger, habe ich früher auch so Drum-Tech-Jobs gemacht. Also ne, irgendwie mal mein Set hingeliehen oder dann haben wir so ein Nachwuchswettbewerb hier, gab es dann immer so Gewinnerbands, so Nachwuchsbands, wo es dann hieß, ja, Stefan, komm mal vorbei, tune mal das Drumset, wo ich dann so eine Art Drumtech-Aufgabe hatte und ich war im Raum und bin dann in die Regie, habe gehört, wie es klingt, bin zurückgestimmt, zurück, wie es klingt. Und da habe ich so unfassbar viel darüber gelernt, was es für ein Unterschied ist, was man hört, was das Mikrofon überträgt, was man in der Regie hören will, wie es sich anfühlt beim Spielen. Das finde ich bis heute ein echt abgefahrenes Phänomen. Und ich finde, Drumtechs werden viel zu selten gebucht für Studio-Sessions. Absolut. Weil die nämlich eine Aufgabe übernehmen, diese beide Seiten zu checken. Ja. Aufnahmeraum und Regie. Ja. Das finde ich echt sensationell. Das ist, also es spart eigentlich total Zeit, weil ansonsten rennt man selber immer hin und her. Ja.
Ja, es gibt halt einfach leider keine Studiojobs mehr in diesem Format oder sehr, sehr wenige. Ja. Und dann ist natürlich das Letzte, wofür man noch Geld ausgibt, ein Drumtake. Ja, da bucht man sich halt lieber einen Schlagzeuger, wo man weiß, dass der selber stimmen kann und der die Erfahrung hat. Ich finde, es gibt also über die Jahre und also Quintessenz von diesem Ding war, dass ich danach angefangen habe, also es war so der Wendepunkt für mich, weil ich gesagt habe, ich will nie wieder in meinem Leben in die Situation kommen, dass ich so unwissend ins offene Messer laufen muss. Und dann habe ich angefangen, eben mich auf ganz, ganz viel mit Tuning auseinanderzusetzen und habe dann so Sachen gemacht wie, was weiß ich, alle John Mayer-Platten gespielt und die Snare immer so lang gestimmt, bis ich das Gefühl hatte, jetzt klingt sie so, wie das irgendwie Sterling oder Steve Jordan, ich glaube, Sterling hat damals noch nicht gespielt, aber Steve Jordan wieder das halt da und habe alles versucht, irgendwie nachzubauen und habe die Tracks natürlich, was damals mich total total gepackt hat, diese geschmackvolle Art von Drumming gepaart mit diesem Taste und dieser Soundästhetik und auch dieser unglaublich tolle Minimalismus, der da so zelebriert wurde und bis heute auch bei ihm immer noch wird. Das war Wahnsinn. Aber ich finde, nach diesen ganzen Jahren muss man auch eins sagen, es gibt keinen falschen und es gibt für mich auch keinen schlechten Schlagzeugsound, sondern es gibt immer nur den falschen Sound für den falschen Song oder für den falschen Moment. Es gibt, du kannst den letzten Scheißeimer hernehmen, der hat vielleicht genau in dem Moment, wenn es zu einem Song passt, ist es fantastisch. Aber er passt halt leider nur zu diesem einen Song. Ja. Und deswegen finde ich, ist es von der, oder andersrum gesagt, ich glaube, wenn man viel, viel so Studiosachen macht und auch mit Produzenten schon viel gearbeitet hat, dann ist es super wichtig, dass man flexibel ist, was Sounds angeht, dass man auch offen ist für Sounds und dass man sein Ego komplett zurücknimmt, dass man eben nicht sagt, ja, ich habe hier die eine Snare, ich habe hier, das ist ja der beste Schlagzeugsound der Welt, sondern das gibt's nicht. Es gibt immer nur den Song und es gibt immer nur den richtigen Sound für den Song und da ist es eben total wichtig, dass man versteht, wie man an den bestimmten Sound auch kommt. Zumal man auch sagen muss, dass wenn man weiß, wie, oder im Recording, finde ich, geht's ganz, ganz viel um die Vision, die man am Anfang hat. Also die Vision, wie der Song am Ende klingen soll. Ich kann ja immer nur meinen persönlichen Geschmack und also ich spiele ja so wie ich und ich klinge ja auch so wie ich. Und das ist ja auch gut so. Aber in dem Rahmen, was meine Möglichkeiten sind, versuche ich immer, das Richtige auszuwählen und nehme das dann so auf, dass ich am Ende eigentlich nichts mehr machen muss, weil ich am Ende den Sound habe, den ich haben wollte. Und wenn ich merke in dem ganzen Prozess, die Snare ist es halt nicht, dann probiere ich halt 5 Snares aus oder was weiß ich, bis halt eine dabei ist, die passt. Genauso mit Becken, genauso mit Toms, mit Bassdrums, mit allem. Und dann komme ich halt an den Punkt, wo ich sage, jetzt ist es gut. Und ich bin auch davon überzeugt, dass ein gutes Mikrofon, gute Preamps, das sind Sachen, die können einen guten Sound noch hervorheben. Aber wenn die Vision nicht stimmt und wenn der Sound nicht stimmt und man auch nicht versteht, wie wir gerade auch besprochen haben, diese Mikrofongeschichte, wie was an dem Mikrofon funktioniert, dann kannst du danach, musst du rumschrauben wie so ein Ochse und kommst aber dann immer noch nicht zu dem Ergebnis. Es geht ja auch ganz viel um Kontrolliertheit innerhalb des Sets, dass nicht sobald, also das geht jetzt natürlich schon wieder einen Schritt weiter, wenn ich jetzt sage, ich arbeite viel mit Kompressionen. Eine Kompression zieht ja alles rauf. Das heißt, wenn irgendwo eine Tom ist, wo die ganze Zeit irgendwo noch ein Ton drin steht, dann ist es fürchterlich. Dann hast du das überall.
Das heißt, man muss vom ganzen Tuning her schon so kompakt beieinander sein, dass eben diese Frequenzen nicht da sind. Und wenn sie da sind, dann muss man sie suchen und muss sie einfach wegkleben am besten. Ja. Wie machst du das bei Remote Recording? Also wenn dir jemand was schickt und sagt, hier, spiel mal drauf, bietest du dann so eine Art Test-Sound-Mix an, also so ein Rough-Mix, eine Minute dein Set, wo du sagst, guck mal, das ist, was ich anbiete? Oder sagst du dann auch, im Remote Recording ist quasi nur enthalten, dass ich meinen Geschmack da reinbringe? Weißt du, was ich meine? Ich habe früher eher Zweiteres gemacht und heute biete ich immer erstmal ein Sound Snippet an, weil ich habe keine Lust mehr, viel Arbeit zu investieren und am Ende kommt nichts auf die Platte. Mir ist es wichtig, dass die Leute und die Produzenten und die Künstler, dass sie damit zufrieden sind, was ich im Studio mache, weil sonst ist oft die Arbeit umsonst. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil man gibt ja auch sehr viel Energie und man versucht von der kreativen und auch von der emotionalen Seite her sehr, sehr viel zu geben, dass es halt einfach geil ist. Ich will ja immer, wenn ich einen Song aufnehme, dass es am Ende super geil ist. Klar. Und so ein super geiler Sound ist und dass auch den Job, den ich gemacht habe, dass man den rechtfertigen kann, weil es danach eigentlich besser klingt als die eh schon fantastisch klingenden Samples. Ja. Also jetzt versuche ich immer sehr, sehr viel anzubieten. Ich versuche da auch im Vorfeld zu sagen, das wäre jetzt meine Soundvorstellung. Ist das was für dich? Gefällt dir das? Hör mal auf die Snare. Ist das was? Wenn jetzt jemand sagt, die Snare ist irgendwie nicht so ganz das, was ich mir vorstelle, dann sage ich, ja, was willst du? Was stellst du dir vor? Es ist ja alles möglich. Wenn er sagt, ja, mir ist es zu muffled, ich will eine offene Kenny Aronoff Snare, dann sage ich, mache ich. Auch wenn ich geschmacklich das vielleicht nicht gut finde, aber es ist ja nicht mein Song. Ja. Also mache ich halt und versuche dann das Beste anzubieten, was halt geht. Ja. Und damit fahre ich eigentlich ganz gut. Super. Ich habe echt, Frank, nee, mach du erst. Nee, mal. Stefan, nee. Mach du. Mir fallen echt 1000 Fragen ein. Es ist wirklich so geil, was du so erzählst. Kenny Aronoff ist nämlich ein super Thema. Ich habe mal gehört, dass Kenny Aronoff sich unfassbar viel Zeit lässt im Studio, um für sich selbst einen guten Sound auf dem Kopfhörer zu haben, bevor er überhaupt anfängt zu recorden. Ich weiß nicht, ob das eine Legende ist. Irgendjemand hat mir das mal erzählt, dass er quasi erst seinen ersten Take spielt, wenn er auf dem Ohr einen Sound hat, der für ihn auch wirklich richtig geil ist. Also nicht okay, sondern richtig geil. Und wie ist es bei dir? Also wie viel Wert legst du darauf, dass es auch bei dir auf dem Ohr richtig gut klingt? Wie prozessiert ist das schon oder wie rough sind die Sounds auf deinem Ohr? Ich bin eigentlich sehr zielorientiert. Also auch im Live-Bereich sind meine In-Ear-Mix in der Regel funktional. Und sind es vielleicht keine Mixer, die unheimlich viel Spaß machen. Der Klick ist bei mir meistens sehr, sehr laut, wobei ich da auch jetzt auch in Austausch mit anderen Kollegen auch immer mal wieder versuche, den ein bisschen leiser zu machen. Das hat ja auch viel mit Vertrauen zu tun, zu sich selbst, auch viel mit Ängsten zu tun. Ja, klar. Und ich glaube, das ist ein normaler Prozess, den man halt so hat. Also ich, wie ihr wahrscheinlich auch, und ich meine, ich bin mit so vielen Leuten im Austausch und jeder hat es genau mit solchen Timing und diese ganzen Geschichten, wie empfindet man was, wo, wie, keine Ahnung, da habe ich auch damit zu kämpfen und versuche da immer noch meinen Weg zu finden und vielleicht wäre es, ich war leider noch nie im Vorzug, einen Monitormann zu haben, vielleicht wäre es einfach gut, jemanden mal zu haben, der sagt, das ist der Sound, was willst du denn anders? Dann gib mir halt. Wobei, stimmt, ich habe doch auch schon Gigs mit Monitormann gespielt, wo es auch wirklich gut war. Aber wenn man es selber macht, dann ist man da auch so, ja,
weiß ich auch nicht. Aber muss es Spaß machen schon? Also ich finde das zum Beispiel total wichtig, dass der Kopfhörer-Sound, den ich habe, dass es Bock macht, mit dem zu spielen. Auf jeden Fall. Also dass wenn ich die Kick und die Snare spiele, das muss ich schon auch, da muss ich schon ein Smile ins Gesicht kriegen, sonst macht es für, also das brauche ich eigentlich so ein bisschen als Inspiration, um dann auch musikalisch irgendwie einigermaßen gut zu spielen. Ja. Bei mir ist es so, ich habe eigentlich, ich habe immer ich habe drei Fader. Also der eine Fader ist quasi die Schlagzeugsumme, der andere Fader ist die DAW und der andere Fader ist der Klick. Und dann mache ich mir das quasi immer so zusammen, dass es für mich cool passt. Ja. Und ich bin da jetzt, natürlich, es muss Spaß machen. Mir ist es, aber ich mache halt, also ich weiß nicht, wenn ich in so einem, ich arbeite eigentlich total, total wahnsinnig. Also ich, aufgrund dieser logistischen Sache mache ich halt dann, wenn ich ins Studio gehe, meistens irgendwie 4 oder 5 Songs am Tag. Und dann ist es schon, da muss man schon ordentlich durchballern. Dann, sonst ist man halt dann auch irgendwie 20 Stunden da zugange. Und es bedingt auch diese Situation, in der ich mich gerade befinde, dass man einfach dann effektiver arbeiten muss, weil sonst kann man das auch nicht finanziell nicht rechtfertigen, dass man sagt, ich fahre jetzt da wegen einem Song und brauche für Auf- und Abbau 6 Stunden. Also das ist ja totaler Wahnsinn. Ja. Das kann man nicht machen. Das geht nicht. Nee, aber es muss immer, also na klar, es muss Spaß machen, aber wenn ich jetzt mal nicht so einen guten Sound auf dem Ohr habe und weiß aber, wie es klingt und vertraue auf das, was ich vorher im Soundcheck gemacht habe und höre es dann in der DAW, dann ist es quasi, passt es für mich. Ja. Man gewöhnt sich ja auch dran. Dann irgendwie, ne? Man kann sich ja einen Sound auch schön hören auf die Dauer, finde ich. Ne? Dass man, also man hört dann Sachen, keine Ahnung, überhört absichtlich Frequenzen, die nerven oder so. Ja. Stimmt. Ja, es kommt auch immer ein bisschen drauf an, was man auch geliefert bekommt. Ja. Also dann kann man, wenn du sagst, du hast jetzt einen Stem und da ist in dem ist halt irgendwo irgendwas viel zu laut, dann musst du es halt hinnehmen. Da kannst du jetzt auch nicht sagen, klar. Aber die Vocals sind so laut. Also wenn ich jetzt Vocals separat habe, dann mache ich die immer meistens extrem leise. Ja. Dass ich nur so eine Art Guide habe, weil auch oft die ich sage es mal ganz vorsichtig, gesangliche Leistungen in der Pre-Production timingmäßig oft äußerst schwierig sind. Jojo. Die sind einfach einfach zu gut. Wahrscheinlich. Kann man nicht mithalten. Kann man nicht mithalten. Das da so. Kann man nicht, genau. Sehr schön formuliert. Deswegen, deswegen muss man da halt ein bisschen seinen Weg finden, damit man sagt, hier, das sind meine Orientierungspfeiler. Ja. Und dann ich schreibe zum Beispiel im Studio ganz wenig raus. Also was ich zum Beispiel mache, ich schneide mir den, das darf ich eigentlich gar nicht erzählen, das ist ein bisschen Malen nach Zahlen, aber ich schneide mir tatsächlich die einzelnen Parts im Guide-Track schneide ich mir. Und wenn ich zum Beispiel drei unterschiedliche Groove-Parts habe mit drei unterschiedlichen Grooves, dann färbe ich mir den dementsprechenden Farben ein. Mach immer drunter, quasi unten ist immer, kommt drauf an, was halt ist, wenn jetzt Kick und Snare getrennt ist, ziehe ich mir das so hin, dass ich hinschaue. Und ich hatte jetzt zum Beispiel am Samstag wieder ein Recording auch für so einen Filmkomponisten. Und der macht tatsächlich, der hat immer relativ, ich sag mal, eher verkopfte Formen, Beats zu programmieren. Und das meine ich gar nicht negativ, sondern also das ist jemand, der das irgendwie intuitiv macht, aber geil. Also nicht intuitiv, aber geil, meine ich. Das ist ja Wahnsinn, wenn da jeden Takt irgendwas anderes passiert, dann mache ich das. Das ist dann wirklich, ich schaue halt dann hin und dann spiele ich das. Und wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann versuche ich mir das zu merken und dann spiele ich es halt nochmal. Und dann muss ich mir nichts rausschreiben. Das kenne ich total gut. Also ich mache das live zum Beispiel, wenn ich Ableton betreue beim Spielen. Ich habe das bei diesen Voice-Touren immer gemacht. Ich habe fast nie mehr auf Sheets geguckt, sondern ich hatte so eine Markerspur.
Und die war entweder bezeichnet mit den Formparts und dann auch, da hatte ich eine Farbe für Stops und eine Farbe für Pausen oder für FX-Sounds oder so, weil du das natürlich, also du kannst ja viel kreativer spielen. Ja. Und bist trotzdem, weißt ja trotzdem noch, wo es lang geht und wo du hin musst. Also ich finde das überhaupt nicht gecheatet, ganz im Gegenteil. Ich finde das total kreativ, weil das ja im Endeffekt auch Zeit spart. Ne? Wenn du jetzt da lang rumsitzt und dir einen Cheat schreibst, was du ja im Endeffekt gar nicht machen musst. Weil du ja so, so das ja auch machen kannst. Das kann man super so machen. Ja. Und klar, wenn du jetzt eine Popnummer hast, die jetzt von der Groove-Struktur her halt überschaubar ist und einfach simpel, dann ich liebe das ja. Je simpler der Song, umso lieber trommel ich nicht. Das stimmt nicht. Aber mir macht das schon sehr, sehr viel Spaß, wirklich nur das Minimalste zu spielen und dann auch den Flow zu haben, diese interne Geschichte halt zu haben, wie gerade Thema Hi-Hat, wie dosiere ich die, wie ist meine Intention in jedem Part, weil ich habe im Studio in der Bassdrum und Entschuldigung, in der Snare, es kommt ein bisschen auf die Musik natürlich drauf an, aber versuche ich natürlich so wenig Dynamik zu haben wie möglich, damit es halt einfach ich danach nicht so viel machen muss. Ja. Also ich versuche halt sehr konstant zu sein in meinem Spiel und sowohl die Bassdrum als auch die Snare, der Klassiker im Studio, halt einfach die Sachen schön konstant spielen, dann muss man halt nicht die ganze Zeit am Schluss irgendwas austauschen. Ja. Und wie picky bist du bei deinen Takes? Also wie, ist das so ein Phänomen, das ist eigentlich einer der Hauptgründe, warum ich am liebsten mit Engineers produziere, ist, dass der irgendwann sagt, Alter, jetzt reicht's. Weil in mir, ich kenne das Phänomen, das ist echt Ding, woran ich arbeite, ist, dass wenn mir jemand einen Remote-Recording-Auftrag gibt, dass ich einspiele und dann auch irgendwann sage, so, bis hierhin und nicht weiter. Und mich nicht verzettel und dann irgendwie 10 und 15 Takes mache, nur weil ich denke, an der einen oder anderen Stelle könnte noch irgendwas passieren. Wie ist das bei dir? Es kommt total auf die Nummer drauf an. Wenn ich jetzt eine Nummer habe, in der ich mich total wohlfühle, dann kann es passieren, dass ich die zweimal spiele und sage, das war's, das ist super. Ich mag das gern, einen Bogen zu haben. Also ich kommt natürlich, klar, aber ich mag es eigentlich total gerne, den Song oder zumindest bis zu einem bestimmten Parts, wo man stoppt, dass ich sage, diese Abschnitte sind immer aus einem Guss gespielt. Mhm. Weil ich finde immer, dass es am Ende sich viel, viel besser anfühlt. Weil du hast einen gewissen Flow in dem einen Take und dann kommst du den mit einem anderen Take, dann kann es dir natürlich schon mal passieren, dass du die Hi-Hat leiser gespielt hast. Ja. Dann kannst du es natürlich nicht machen. Das geht schon mal von vornherein nicht. Und es ist ja auch ein Prozess. Also ich arbeite mich ja in so einen Song richtig rein und sage dann, irgendwie weiß ich noch nicht, da bin ich noch nicht zufrieden. Ich glaube, da muss ich was verändern. Ja. Und also ich spiele so lange, bis ich zufrieden bin. Anders kann ich es nicht sagen. Und dann, wenn ich merke, irgendwie es verändert sich jetzt irgendwie auch nichts mehr, dann höre ich auf und dann setze ich mich mal hin und höre es mir überhaupt erstmal an. Und dann ist es meistens so, dann nehme ich meistens den letzten Take, der sich gut angefühlt hat. Und wenn dann mal ein Fill-in dabei ist, was nicht so schön rollt oder sich beim Spielen besser angefühlt hat als danach beim Anhören, dann schaue ich halt meine Take-Ordner durch und komme halt dann dementsprechend, nehme halt dann da irgendwas rein. Oder wenn mein Snare-Schlag nicht so toll klingt oder man einfach sieht, da war die 1 in der Bassdrum, war irgendwie doch nach dem Fill leider wieder zu früh. Verdammt, das jahrelange Üben hat einfach nichts gebracht. Dann tausche ich das halt zum Beispiel aus oder ich schaue schon, wenn ich merke, dass mein Schlag wirklich timingmäßig so lala, dann schaue ich, dass ich einen anderen nehme, weil ich dann im Nachhinein beim Editieren oder beim Quantisieren natürlich viel weniger Probleme habe. Ja.
lieferst du denn, sorry Frank, ich habe hier echt, mir poppen 1000 Fragen auf. Hast du eine Frage? Wunderbar. Wollen wir kurz über den FC Bayern sprechen? Da gibt es keine Fragen, Stefan. Stimmt, also machen wir also machen wir hier keine weiter. Fragen. Ich höre euch wieder gespannt zu. Aber ich notiere mir hier ein paar Sachen. Ich muss super, auch noch was ich halte gleich meine Klappe. Bitte nicht. Wie unhöflich, alles aber... was für Files gibst denn du raus? Gibst du schon prozessierte, editierte Files raus? Oder verlässt du dich drauf, dass auch andere mit dem Zeug das anstellen, was du glaubst, dass sie tun sollten? Ich habe es früher gemacht. Also es ist auch ein Prozess tatsächlich. Und bin bei zwei Produzenten damit ziemlich auf die Nase geflogen. Ich kann natürlich keine Namen nennen, aber es waren Produzenten, die tatsächlich sehr große Sachen machen. Das ist natürlich im Nachhinein ärgerlich, aber you never know, also ob das jetzt das Ding war oder ja, ob sie halt einfach eher in ihrem elektronischen Teil sich halt wohler fühlen. Ich weiß es nicht, aber ich habe es oft erlebt, dass Produzenten nicht mit Einzelspuren umgehen können, weil die in dem ganzen Prozess, und da muss man auch sagen, man selber oder wir alle, die Recording machen, sind ja totale Nerds. Das heißt, wenn ich sage, ja, jetzt habe ich da, was weiß ich, Kick-In, Kick-Out, Snare, oben, unten, Toms, Overheads. Ja, das sagt, das versteht er ja noch. Hi-Hat, verstehen, das ist so, alles klar. Ja. Dann hast du, dann ist ein Signal, das heißt, Kit, Mike. Ja. Was ist das? Was ist denn diese Wurst? Was will denn der von mir? Dann Stereo-Raum, okay, das verstehe ich irgendwie noch. Dann, was ist denn Phone? Was soll ich denn mit diesen Spuren? Mhm. Also ich arbeite mittlerweile so, um auf deine Frage zurückzukommen, ich gehe davon aus, dass ich dem Produzenten quasi so viel Hilfestellung geben muss, dass er sich in meinen Spuren auskennt. Und dass er im Idealfall oder eigentlich kein Idealfall, sondern dass er nur noch Drag and Drop die Sachen reinzieht. Mhm. Die Sachen sind rough gelevelt. Und wenn ich jetzt, ich arbeite ja sehr, sehr viel mit Layern auch, also sprich, dass ich einen Basic Track aufnehme. Und wenn ich zum Beispiel mit großen, wenn ich merke, ich brauche noch irgendwas anderes, Shaker oder noch eine Snare oder ich nehme Overdub-Tom-Geschichten auf, dann mache ich das natürlich immer in separaten Geschichten. Mhm, ja. Diese Sachen spiele ich in der Regel als Stereo-Files raus, weil jeder Produzent, dem du 60 Spuren lieferst, der hasst dich. Da sagt er, sag mal, spinnst du eigentlich? Ja. Das ist eine fucking Tom. Ja. Da brauche ich keine 15 Spuren von dir. Ja. Also, aber um noch mal von der Basis her auszugehen, ich arbeite eigentlich so, ich habe mein Setup. Das Setup geht durch meine analogen Preamps. Und ich arbeite mit UAD. Will jetzt da auch keine große Werbung machen, aber es ist wirklich für den Bereich Recording ist fantastisch, weil ich habe quasi dann in der Konsole, in der mitgelieferten Software, habe ich ein API-Pult, wo ich meine ganzen, da mache ich EQings. Ich habe das früher auch nicht, habe ich nicht mich dran getraut. Das ist tatsächlich ein Entwicklungsprozess auch des letzten Jahres, wo ich sehr, sehr, also einfach viel mutiger geworden bin und dadurch auch ein für mich persönlich und auch das Feedback der Produzenten, mit denen ich schon lange gearbeitet habe, die haben gesagt, toll, es ist was ganz anderes jetzt. Und da arbeite ich so, dass ich einfach alles so vor EQ die guten Frequenzen rausnehme, die schlechten rein und eben dann, wie auch in einem analogen Studio, kann ich meine Charaktersignale, auf denen ich mittlerweile sehr, sehr viel aufbaue, Wurstmikrofon habe ich analog verzerrt. Da gibt es toll diesen Standard Leveler von Standard Audio. Fantastisch, das ist quasi ein Nachbau des Shure Level Lock, heißt es. Das ist quasi, wenn man die Soundtoys Sachen kennt, das ist der Devil Lock. Ein tolles und Limit Verzerrer, keine Ahnung, was der macht. Die ganzen Räume komprimiere ich mit unterschiedlichen Kompressoren. Ich
habe so meine Sachen, die ich sehr gern verwende, unter anderem zum Beispiel den Sina-Kompressor, also Chandler, der diese TG1-Ästhetik auch hat oder in diese Richtung geht, das ist für Räume fantastisch. Und ja, so habe ich dann meine Charaktersignale, wenn ich momentan arbeite ich gern. Danke nochmal übrigens, Frank, für die tollen Kontakte für diese Grenzflächen, die du mir verschafft hast. Ah, ja, ja. Die verwende ich auch die ganze Zeit und habe dann zum Beispiel einfach noch so Grenzflächen vorm Set irgendwo rumliegen. Die eine geht oft durch einen Federhall durch, den ich mit aufnehme. Und also ich versuche in diesem gesamten Recording den Sound auch vom Processing her so hinzustellen, dass ich aufnehme und dann ist der fertig. Ja. Und dann habe ich, also Direktsignale komprimiere ich nie. Das soll der Mischer machen, da will ich keine, der soll alle Optionen haben. Und ich mache auch nichts kaputt, wenn ich bei, was weiß ich, beim Mikrofon in der Bassdrum bei 60 Hertz 3 dB booste. Was geht da kaputt? Also ich glaube, nichts. Und was ich allerdings ganz viel mache, ist Parallelgeschichten. Also ich habe so ein Template, wo ich unterschiedliche Busstrukturen habe, wo ich sofort sagen kann, das ist mein Track, der kackt schon wieder natürlich im Vergleich zu der zum Beispiel oder im Vergleich zu dem auch lautstärkemäßig komme ich schon mal gar nicht ans Playback hin, wenn ich da einigermaßen hinfahren will. Ja. Fahre ich das immer in eine Parallelkompression, dann holt es mir das schon mal gut auf. Ich habe eine Busstruktur für Dirt, nenne ich das, wo ich unterschiedliche Saturations- oder Verzerrungsoptionen habe, aber auch Pitch-Optionen. Ich pitch sehr gern Sachen. Da habe ich eine Delay-Geschichte mit unterschiedlichen Delays. Da habe ich eine Raum-Geschichte, wo halt dann immer die unterschiedlichen Halls drin sind, die ich gern verwende. Und wenn ich sage, bei der Nummer möchte ich, dann nehme ich den AMS, was weiß ich, so 80s-mäßig, bringt die Snare immer toll raus. Oder nur als Beispiel, kann man ja ganz viele Sachen machen. Oder halt nehme ich jetzt eher so eine EMT 140 oder ein Valhalla oder keine Ahnung, was man halt so rumliegen hat. Und habe dann diese Busstrukturen, fahre ich danach wieder separat raus und liefere die mit. Das heißt, ich beeinträchtige durch die Busstruktur den eigentlichen Sound der Files ja nicht und liefere trotzdem Effektspuren mit und mach halt immer, ich nehme immer so viel auf, bis ich selber zufrieden bin. Und sage, das ist so eigentlich das, was geil ist. Ja. Oder, ja, genau. Und versuche mich da auch, es kommt immer, kann man so schwer auf einen Workflow irgendwie runterbrechen, weil es ist ja immer die Nummer. Es ist ja immer der Song. Was auf jeden Fall der absolute Wahnsinn ist. Also das ist wirklich krass, wie du da in dieser Thematik drin steckst. Hey. Das ist wirklich. Du hast so einen herrlichen Vogel. Ey, das ist super. Du bist so herrlich. Genau. Nerdig bescheuert. Ja, das ist ohne Scheiß. Ja. Ja. Stefan, ich falle dir jetzt gerade ins Wort. Entschuldige. Nee, ich falle dir schon den ganzen Tag ins Wort. Also, jetzt bist du dran. Tag. Stundenlang schon. Gestern schon. Komm. Ja. Nein. Nee, jetzt bist du dran. Nein, ich habe dir ja auch gerade nur zugehört und ich müsste irgendwann mal einfach nur lachen gerade, weil es einfach so, ich dachte mir gerade irgendwie, okay, wir haben jetzt wirklich, wir sind jetzt echt für so unsere Talk-Verhältnisse vielleicht auch wirklich tief, das ist jetzt wirklich, wirklich tief drin, das Deep Shit irgendwie, was wir hier gerade betreiben und irgendwie, es tut mir leid. Ganz im Gegenteil. Das ist natürlich mega interessant für Leute, die sich auf diesem Level mitbewegen, aber von meinem Empfinden her sind es eigentlich absolut erfahrene, routiniert klingt vielleicht manchmal auch so ein bisschen abwertend, ich mag das Wort eigentlich nicht in dem Zusammenhang, aber wirklich erfahrene, wissende, gut ausgebildete oder einfach Top-Typen, die jahrelang schon mit praktischen Erfahrungen rummachen und völlig auf Fehler stehen, weil die Fehlerquellen, die sie machen und erleben, eigentlich ihr Können und ihre Meisterhaftigkeit noch verbessern. Und so klingst du gerade. Das sind eigentlich nur solche Typen, die völlig nerdig sind und genau wissen, was sie machen. Ja. Und jede Option kennen und auch umsetzen können. Und dann...
Jojo. Ja, wirklich. Und ich würde es gerne ergänzen, weil nämlich eine Gefahr ja ist von dem, ist, dass man glauben könnte, nur wenn man sich die ganzen Geräte kauft, dass man dann die tierischen Aufnahmen machen kann. Ja. Weil das, die Erfahrung, die du gerade erwähnst, das ist ja absolut das Entscheidende. Dass du auch weißt, was du da, dass du erstmal die Vision hast, das finde ich, das kann man, glaube ich, nicht dick genug unterstreichen. Ja, klar. Dass man das, vor ist dem Record, das ist 98%. Ja. Das ist einfach so. Unser Instrument. Mhm. Ne? Das, weil ich glaube, dass heutzutage relativ viele Leute glauben, dass sie recorden, oder das ist jetzt ein bisschen harte Unterstellung, ne? Aber das, ich glaube, ich wäre so, wenn ich jung wäre, würde ich glauben, ich muss das alles haben. Und dann klingt es alles total geil und man vergisst dann so ein bisschen, was vor dem Mikrofon und vor allem im Kopf vor dem ersten Schlag passiert. Ja. Also ich finde es auch mega cool, wirklich. Das ist sensationell. Ja, ich, Entschuldigung, Jojo. Ich glaube tatsächlich, dass, also es ist ja so, du fängst mit einer Sache an und man taucht ja immer tiefer in das ganze Thema ein. Dann hast du, ich habe jetzt irgendwie, da muss er schon wieder lachen, gell? Ich find's eigentlich. Also, und ich hatte tatsächlich auch das Glück, immer irgendwie so zu Top-Engineer-Leute im Freundeskreis zu haben, die dann auch teilweise meine Aufnahmen hatten und auch am Anfang, wo ich angefangen habe, meine Aufnahme, ich habe ja auch angefangen, was habe ich? Ich hatte nichts. Ich habe mir dann T-Bone, Bändchen, Mikrofone, meine Live-Mikrofone und habe dann halt über was weiß ich, mache das jetzt vielleicht seit 8 Jahren, dass ich selber recorde oder vielleicht sogar noch gar nicht so lange und habe dann da auch halt angefangen, so peu à peu. Dann hatte ich ein paar gute Jahre, dann habe ich ein bisschen mehr Möglichkeit gehabt, auch zu investieren und habe das dann auch gemacht und für mich gibt es bis heute den Weg, Klar. Jedes Mal, wenn ich ins Studio fahre, ist es immer wieder was Neues. Ich probiere neue Sachen aus und ich lerne bei jedem Recording wieder weiter und ich probiere auch total, also zum Beispiel, letztes Mal hatte ich ein Gurkenglas dabei, ein großes Gurkenglas. Ja. Und da habe ich habe ich ein Mikrofon reingetan, weil ich dachte mir, physikalisch gesehen ist es bestimmt der totale Oberscheiß, aber vielleicht passiert irgendwas ganz Tolles. War dann leider nicht so, war totale Scheiße. aber zumindest habe ich es mal ausprobiert und dann ist es doch gut. Und ich glaube tatsächlich, oder was ich mittlerweile auch so vom Ansatz her ganz spannend finde, da habe ich auch einen Freund, mit dem ich zur Schule gegangen bin, der auch Musik macht und ganz toller Produzent auch, der hat immer gesagt, es ist doch eigentlich viel besser, den unangenehmen Weg zu gehen. Es ist doch viel besser, wenn es vielleicht erstmal schwieriger ist, auf den Punkt zu kommen, aber danach was gemacht hat, was viel geiler ist, natürlich immer die gleiche Gitarrenlinie spielen, aber wenn ich mal was anderes mache, dann ist es doch fantastisch. Und da habe ich auch sehr viel gelernt und habe sehr viel drüber nachgedacht und auch der Austausch mit unterschiedlichen Kollegen. Einer der Kollegen, der fantastisch ist, Johnny König, unglaublicher Typ. Der hatte mir im Sommer schon, der hat eine fantastische experimentelle Schlagzeugplatte gemacht und hat die mir im Sommer schon geschickt zum Reinhören. Ich war völlig weggeblasen. Mhm. Er hat jetzt, glaube ich, diese Woche das erste Mal was released und wir tauschen uns aus und was weiß ich, habe jetzt auch Filmsache da gemacht vor ein paar Wochen und dann habe ich auch gesagt, ja, da hat er mir so ein Pedal empfohlen und ich sagte, ja, habe ich nochmal angerufen und gesagt, du Johnny, wie schaut's aus, wie hast du das nochmal gemacht und so und dann hat er mir es erklärt, dann habe ich es genauso angesteckt, habe das Ding eingespielt und war fertig, weil es super war und wieder was Neues, Tolles dazu und ich meine, der Austausch ist für mich das Allerwichtigste. Ich habe so ein paar tolle Leute, mit denen ich ganz regelmäßig im Austausch bin. Und man kann nur voneinander lernen und man kann auch jeder macht es ja anders. Und jeder klingt ja auch anders. Und meine Intention ist ja nicht zu klingen wie jemand anders, sondern ich will ja so klingen wie ich.
Und ich will ja den Sound, den ich mache, ich will es ja eigentlich, das klingt vielleicht ein bisschen arrogant, was ich sag, aber meine Vision ist, dass die Leute irgendwann sagen, ja klar, wir rufen den Jojo an, weil wir wollen, dass es genauso klingt, wie der das spielt, weil der macht es halt so. Und das passt halt zu dem, was wir hier gerade machen, würde das super passen. Ja, ist aber alles andere als arrogant, finde ich. Finde ich auch, ja. Das ist so eine vielleicht deutsche Fehlhaltung irgendwie so. Egal. Das ist ein anderes Thema, aber das kotzt mich eigentlich mega an, dass wir alle so denken. Ich kenne das, ich finde es auch ehrenhaft, dass du das erwähnst, aber das ist eigentlich total falsch, sowas im Grunde, weil das ist eigentlich ein Türzuschlagen irgendwie vor Kreativität und Anpassungspflichten und sowas. Das geht viel größer eigentlich, als es vielleicht im ersten Moment klingen mag. Ich finde es super geil, wenn jemand seinen Weg geht. Ich glaube, in Deutschland ist es so, man muss es einfach machen, man muss aber halt nicht so groß drüber reden. Genau. Ja, ja, zum Beispiel, ja. Genau. Das ist ja auch so, dass man immer sagt, ja, keine Ahnung, man schaut nach, alle schauen immer nach Amerika und sagen, das sind die ganzen krassen Musiker. Ja. Es gibt hier in Deutschland gibt's so unfassbar tolle Musiker, in jedem Land gibt es unfassbar tolle Musiker. Ja, klar. Und hier gibt es so tolle, inspirierende Musiker in dem Land. Ja. Schlagzeuger, alles. Gitarristen, keine Ahnung, ist sehr wurscht. Hauptsache, jemand macht halt Musik, die mich berührt und die mich inspiriert. Und das ist ja dann total egal, wo das herkommt. Und das verstehe ich auch immer nicht so ganz, dass man dass man sich da so klein macht und immer sagt, Jojo, ich habe mir ein paar Sachen notiert. Ich muss einfach, weil mir echt viele Sachen aufgefallen sind während deinen Erzählungen und was ist denn, mich würde mal interessieren, beschreib mal in drei Worten deinen Sound. Wie, und zwar nicht den Sound, wie du glaubst, dass er wirkt nach außen, sondern was ist dein Lieblingssound? Wie würdest du gern klingen und klingst wahrscheinlich auch so nach außen? Das deckt sich wahrscheinlich oft mit der Außenwirkung, aber was sind drei Worte, die deinen Sound, deinen Lieblingssound, deinen eigenen beschreiben? Also auf jeden Fall warm, fett und groß. Tief oder groß, tief. Ja. Geil. Tief auf jeden Fall, ja. Ist und geil, das ist dann das Vierte. Nein, das muss jemand anders beurteilen. Das machen, mir gefällt es. Ja, das ist wirklich, ich finde alle drei Begriffe, finde ich total, würde ich genauso beschreiben. Ich glaube, wenn mich jemand gefragt hätte, Stefan, ich weiß nicht, wie es bei dir. Ja. Ich habe dich so wahrgenommen, tiefe, fette Sounds, nichts extrem, in keine Richtung. Für mein Empfinden, manche sagen vielleicht auch, die Snare ist aber tief. Ich persönlich mag das ganz arg, warm, weich. Das umklammert einen so beim Zuhören irgendwie. Das nimmt dich so, wo du sofort so wegschmilzt irgendwie. Ich stehe echt mega auf deinen Sound. Ich finde es auch drei Worte, die absolut treffend deinen Sound beschreiben. Ich finde, erwachsen würde mir noch einfallen. Vielen Dank. Mir ist das neulich mal bei einem anderen Kollegen aufgefallen, den Andi Lindner, den ich ja in unserer FC Bayern-Runde hier natürlich grüße. ist ja so, während der Lockdown-Zeit spielt er immer zu seinen Songs. Ich weiß nicht, ob ihr das auch mal gesehen habt. Er sucht sich seine Lieblingssongs und spielt dazu. Ja. Und ich hatte die Freude, auch als Percussionist mit ihm mal zu spielen, wo er als Drummer ist. Und der spielt so erwachsen, das finde ich total krass. Wenn der spielt, habe ich das Gefühl, ich bin ein Kind am Schlagzeug. Ohne Scheiß, ich finde das so reif und geil. So. Und Jojo, das wäre nämlich auch was mir bei dir eingefallen ist. Also sehr, sehr erwachsen, sehr eigentlich erhaben über dem, was da so passiert. Ja. Also ich persönlich empfinde das eher so mein Dasein im Kleinkindalter. Aber es freut mich sehr, dass ihr das so wahrnehmt. Das ist natürlich schön, aber ja. Darf ich noch was fragen? Natürlich, du darfst mich alles fragen, mein Schatz. Ach, Hase. Was? Ich mach mal aus bei mir, ne? Okay. Ich habe schon Romantic Light angemacht für uns. Ah, gibt's ja. Warte mal, ich habe hier so viel voll gekritzelt. Also eine Frage wäre auch nachher Rimshot oder Fell beim Aufnehmen.
Finde ich eine spannende Sache zum Beispiel. Aber was ich dich davor fragen wollte, was würdest du beschreiben als dein, was ist das führende Instrument in deinem Spiel, wenn du dich ansetzt, unabhängig von Beschaffenheit oder von Marken oder Equipment, Sound, was ist dein führendes Instrument? Egal, ob es eine Ballade ist oder ein schneller Punk-Song, scheißegal, von irgendwelchen anderen Parametern, was ist dein führendes Instrument innerhalb vom Schlagzeug, innerhalb von den 6, 7, 8, 14 Instrumenten, die wir als Schlagzeuger immer spielen müssen und als eine Klangquelle, nämlich als das Instrument Schlagzeug, raushauen müssen? Das ist eine ganz schwierige, aber auch eine sehr, sehr gute Frage, weil diese Führungsgeschichte einen auch oft in die Bredouille bringt. Genau. Also generell, wenn ich sage, ich spiele jetzt einen normalen Groove, dann ist für mich natürlich die Hi-Hat irgendwo der Mittelpunkt, weil die Hi-Hat ja das ist, womit ich die Dynamik maßgeblich beeinflussen kann. Und ich mache mir tatsächlich über die Hi-Hat extrem viele Gedanken und auch über den, also wie auch, ist jetzt total egal, wenn ich jetzt auch live gebucht bin für eine Pop-Produktion. Ich meine, ja. Ich mache ja eigentlich live nur irgendwelche Pop-Sachen, die aber in der Regel auch immer in einem elektronischen Gewand waren die letzten Jahre. Und da ist es ja insgesamt auch immer wichtig, dass man diesen quasi diese Melange aus diesen zwei Welten irgendwie schafft. Und auch in der elektronischen Welt sind Hi-Hats auch sehr, sehr wichtig. Mhm. Aber wurscht, das programmierte Hi-Hat kannst du eh nicht nachspielen. Aber da versuche ich eben ganz bewusst Dinge zu machen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt so eine Four-on-the-Floor-Geschichte spiele, dann habe ich das eigentlich so gelöst, dass ich diese Offbeat-Hi-Hat immer mit dem linken Fuß spiele. Das heißt, eigentlich habe ich dann Bassdrum, Hi-Hat und Snare, die schon diese Ästhetik eigentlich abliefern. Und dann habe ich mit der rechten Hand die Freiheit, auf einer geschlossenen Hi-Hat zum Beispiel oder auf anderen Instrumenten nochmal die dementsprechende Intention dazu zu geben. Das ist jetzt, weil es mir gerade eingefallen ist, diese Hi-Hat-Geschichte. Ja. Jetzt kommt aber natürlich der Punkt dazu, dass ich blöderweise im Studio ganz, ganz oft Dinge ohne Hi-Hat spiele. Und weil es halt oft, und das ist dann schon auch immer wieder erschreckend, wie dann auch so dieses Timing-Konstrukt oft zusammenfällt, weil man diese verlässliche Mitte nicht mehr hat. Oder diese eigentlich, sagen wir mal so, der Frank hat ja auch diese gleiche Bewegungslehre wie ich da kennengelernt. Und gerade diese, ich kontrolliere extrem viel über Bewegung, über Körpergefühl. Ja. Ich weiß nicht, das war diese Fokusgeschichte. Genau, ich weiß nicht, wie das jemand anders macht, weil ich habe das nicht anders gelernt. Ich mache das halt so, wie ich es gelernt habe. Das heißt, wenn ich jetzt eine Hi-Hat spiele, dann ist es ja immer die Stockspitzenhöhe, ist für mich wieder wie am Gitarrenamp der Lautstärkeregler. Das heißt, und das ist eigentlich super geil, weil du kannst dieses Körpergefühl nach dem Chorus wieder abrufen und bist wieder in der gleichen Intention. Ja. Von der ersten Strophe zum Beispiel. Ja. Für mich war ein ganz großer Schlüsselmoment irgend so ein Clinic-Video von Kenny Aronoff. Ich weiß nicht, was er spielt, wo hat er gespielt? Ist es Mellencamp vielleicht? Ja. Wahrscheinlich. Und dann spielt er da so, das ist so richtiger Hodenrock. er spielt dann halt so, die Hi-Hat ist so eine gnadenlose in der Strophe, gnadenlos, fährt so durch wie so eine Dampflok. Und dann hat er da so eine Chorus-Ridebacken rumgefunselt, irgendwas. Und dann so, brack! Und dann ging es wieder genau in diese brutale Eisenbahn da rein. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Junge, irgendwie. Du hast, glaube ich, dir in deinem Leben zu wenig Gedanken darüber gemacht, was die Hi-Hat eigentlich macht. Und ich bin auch großer Porcaro-Fan zum Beispiel. Für mich nach wie vor der Dr. Hi-Hat. Also das ist unfassbar, wie der das irgendwie gelöst hat. Gerade auch so busy Geschichten so mit so einem tollen Flow irgendwie. Das ist schon
Ja. Schon faszinierend. Da muss ich schon noch so 20 bis 40 Jahre üben. Ja. So, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ja. Spielst du anders live, als du im Studio spielst? Ja, klar. Also ich würde mich live als einen sehr energetischen Schlagzeuger bezeichnen. Ich bin live auf jeden Fall sehr, ich bin lauter Schlagzeuger live. Ich liebe das auch körperlich zu spielen. Ich liebe das auch einfach, die Technik zu vergessen und einfach auch rein zu dreschen. Wenn es passt halt, aus so Parts, wo du sagst, wenn ich jetzt irgendwie ein Solo habe, dann, und ich bin auf einer großen Bühne, dann muss ich mich ja nicht zurückhalten, sondern da gehen schon die Pferde mit mir durch. Und das finde ich auch gut so. Ja. Und das liebe ich auch. Und ich, boah, diese pure Energie und dieses wirklich so 100% geben, wie wenn ich irgendwie laufen gehe oder wenn ich so mich voll auspowern muss, das liebe ich in live total. Wenn ich jetzt natürlich irgendwie auch wieder musikbezogen, muss man auch sagen. Wenn ich jetzt irgendwo in einem kleinen Laden spiele oder akustisch spiele, dann kann man das natürlich nicht machen. Aber da bin ich sehr, 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 sehr energiegeladen. Und im Studio spiele ich immer soundorientiert. Das heißt, das würde ich jetzt auch deine Frage gleich mit Rimshot ja oder nein. Ja. Kommt total auf die Nummer drauf an. Der Rimshot im Studio kann manchmal so einen unangenehmen Anfangstransienten machen, der so ploppt. Ja, klar. Und dann kommt es total aufs Tuning und die Snare drauf an. Kann es einem eben passieren, dass danach eigentlich die Snare relativ dünn klingt. Ja. Und man da reinzimmert wie so ein Horst. Ja. Und ich nehme in letzter Zeit oft sehr heiß auf, mit sehr, also quasi einer sehr hohen Vorverstärkung, die natürlich dann nicht erlaubt, dass man laut spielt, weil man dann ins Clipping geht. Aber es ist ich spiele auch tatsächlich im Studio ganz, ganz wenig mit Sticks mittlerweile. Also ich habe mittlerweile so ganz tolle, ein Sammelsurium aus unterschiedlichsten Besen und Broomsticks und was weiß ich. Und verwende tatsächlich, wenn ich einen bestimmten Sound haben will, einfach einen anderen Stick. Oder eine andere Schlagquelle, weil ich dann dadurch tolle Sounds bekomme, ohne immer diese Attacks zu haben, die mich oft wahnsinnig machen. Ja. Und das macht mir unheimlich viel Spaß. Und da natürlich spiele ich mit Sticks, klar, aber ich spiele auch sehr, sehr viel mit Besen und anderen Dingen, die einfach in dem Moment mir die Vision wieder verbessern. Ich habe. Und dann probiere ich halt irgendwie rum und wenn mir was gefällt, dann ist es super und oft klingen Dinge, die leise gespielt sind, unfassbar fett. Es gibt ja zum Beispiel diese Coldplay, die erste oder zweite Coldplay-Platten, die sind unglaublich leise aufgenommen. Und er spielt auch keinen Rimshot und ich meine, man kennt es ja auch aus den 80ern, da hatten alle die Snares ungefähr so. So vom Winkel her. Und so war halt auch der Snare-Sound. Und da gibt's, kann man auch wieder nur sagen, es kommt total auf die Nummer drauf an. Und ich mag es gern ohne Rimshot auch. Ja. Wenn ich so leise aufnehme und ohne Rimshot spiele, brauche ich auf jeden Fall einen super Sound auf dem Ohr. Ja, stimmt. Damit ich mich da fallen lassen kann und nicht dieses Gefühl habe, was durch Energie kompensieren zu müssen. Weil ansonsten finde ich es schon geil, auch im Studio energetisch zu spielen, weil ich so das Gefühl habe, dass man das nicht, da gibt es nicht so viele Plugins für, die so diese Spielfreude und Spielenergie kompensieren. Gerade wenn es rockiger wird oder so, finde ich. Deswegen bin ich absolut bei dir. Immer wenn es leise wird, brauche ich einen guten Sound, der ist so ein bisschen, der mich so umgarnt, so wo ich auch selber das Gefühl habe, die leise Snare, das ist jetzt auch schon geil. Ich glaube, es ist ja immer, egal was man macht, es geht ja ganz viel um Psychologie mit sich selber. Genau. Also, voll. Wenn ich zum Beispiel
was weiß ich, du spielst was ein und dann schaust du es dir an und sagst, okay, jetzt warte mal, ich bin eigentlich so, irgendwie will ich zu viel. Ich bin jetzt da eigentlich immer zu weit vorne. Mhm. Ich schaue mir das immer, wenn ich was einspiele, ich schaue es mir immer an. So nach dem ersten, zweiten Take schaue ich es mir mal an und sage so, ja, wie ist denn eigentlich so das Gefühl gerade? Bin ich richtig? Es fühlt sich eigentlich gar nicht so schlecht an. Mhm. Und dann sagst du, okay, nee, eigentlich bin ich gar nicht so gut. Und dann sage ich, dann versuche ich mich da immer so selber, sage ich ja, irgendwie so zu briefen innerlich, dass ich sage, ja, versuch entspannter an die Sache hinzugehen, versuch mal durchzuatmen, lehne dich vielleicht mal ein bisschen zurück, auch so als Metaphern, ja. Die mir helfen, so, oh, oder wenn ich sage, okay, die Bassdrum, die kommt ja eigentlich, die kann jetzt, ich will sie natürlich da spielen, weil wir sind ja alle irgendwie getrieben davon, immer zu früh zu spielen. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Aber dass du dich so reinfallen lässt und so. Ja. Es ist genauso, ich komme da auch im Studio immer wieder an meine Grenzen, weil es zum Beispiel, ich spiele natürlich gerne Heel Up und ich spiele ins Fell rein. Mhm. Jetzt habe ich dann eine ganz tolle Körperbalance und kann durch dieses Hineinspielen mein Mikro-Timing sehr, sehr gut kontrollieren. Sobald ich aber Heel-Down spiele, passiert natürlich ja mit meinem Körper wieder was anderes. Mhm. Meine Sitzposition ist ja auch zum Beispiel ein extrem wichtiges Thema, was auch immer so ausgeblendet wird, meines Erachtens. Mhm. Dann ist auf einmal so eine, da fühle ich mich schon gar nicht mehr so wohl. Jetzt habe ich zum Beispiel da letztes Jahr habe ich die Cassandra Steen Weihnachtsplatte da aufgenommen und da haben wir nur extrem leise gespielt, nur irgendwelche uralten Bassdrums verwendet, die alle geschlossen waren, wo es ganz viel darum geht, dass es Tonalitäten hat, lang klingende Sachen. Und da kommt man natürlich dann zwangsläufig auch an die Grenze und man sagt, okay, ich muss den Sound so spielen, aber ich weiß, dass dadurch natürlich mein Timing nicht mehr so ist, wie wenn ich es jetzt anders spielen muss. Aber das sind ja alles Lernprozesse und das ist ja alles, was wo ich ja auch sage, ich will ja auch nicht stehen bleiben. Ich will mich ja immer weiterentwickeln. Und aber dafür muss ich natürlich auch reflektieren und muss mir das auch eingestehen, dass ich sage, naja, also das war jetzt aber eigentlich nicht so wirklich geil. Ja. Oder da merke ich, da habe ich die und die Tendenz, muss ich mir vielleicht mal Gedanken darüber machen. Ja. Also als Kontrolle finde ich das voll cool, dieses, ne, dass man guckt diese ganze Mindset-Sachen mit sich, finde ich super, was du sagst. Ich habe so manchmal das Gefühl, dass man, also gerade zu den ersten Jahren, als ich mit Pro Tools irgendwie in Verbindung gekommen bin, wurde beim Editing und beim Editing der Drums oft viel mehr geguckt als gehört. Also, wo ich das Gefühl hatte, dass gut klingende Takes, die sich bewegen im Tempo, gerade geschnitten wurden, damit optisch die Wellenform da sitzt, wo der Grid ist, und dadurch Musik manchmal ganz schön tot editiert wurde. Ist auch ein deutsches Phänomen, würde ich sagen. Dass die Lebendigkeit so raus muss, irgendwie. Mhm. Das ist so. Entschuldigung, wenn ich dich da jetzt da unterbrochen habe, aber ich denke, es ist auf jeden Fall, der Deutsche mag es halt gerne akkurat. Und natürlich ist man immer gezwungen zu quantisieren, wenn man jetzt programmierte Sachen hat. Ja. Aber ich versuche, wenn ich jetzt zum Beispiel editiere oder quantisiere und ich merke zum Beispiel, ich habe jetzt einen Bassdrum-Schlag, der klingt nicht so gut im Flex-Time, die machen ja irgendwas mit den Transienten, dann mache ich das oft einfach aus bei dem Schlag. Dann ist er halt ein bisschen zu früh, ist mir dann auch scheißegal. Ja. Und ich versuche zum Beispiel, Shaker quantisiere ich nie. Ja. Und wenn der eiert, dann eiert er. Das ist mir scheißegal, weil ich denke mir, es ist ja nie so, dass es stört. Und wenn es halt total vogelwild ist, dann muss man natürlich sagen, okay, dann schneide ich halt das weg und nimm halt was von vorne. Aber
ich finde, bestimmte Faktoren sollten auch weiter leben dürfen. Und auch so eine Quantisierung auf 100% mache ich äußerst selten. Ja. Weil ich finde, irgendwo muss ja Leben drin sein und irgendwo muss es sich auch bewegen. Man muss halt eben nur bei Überschneidungen schauen, gerade mit irgendwelchen Sample-Sounds, programmierten Sounds, dass das gut ineinander greift und da jetzt keine großen Flams entstehen und so. Da muss man aufpassen, dass es in sich homogen klingt und auch soundlich homogen klingt, weil ja auch ich würde sagen, 95% aller Produktionen, die ich im Studio einspiele, oder sagen wir mal 90, da bleiben auf jeden Fall Elemente der vorprogrammierten Geschichten mit drin. Mhm, ja. Und dementsprechend versuche ich immer additiv zu arbeiten. Und es kann zum Beispiel auch super spannend sein, wenn du sagst, du hast ja eh schon so eine extrem elektronische, fette Kick, die eh schon alles macht so. Dann nehme ich zum Beispiel oft gerne Bassdrums mit geschlossenen Fällen, die genau diesen Gegenpart wieder haben. Du hast dann eben nicht diese Kickigkeit. Ich spiele die gerne oft mit einem Vintage-Bomber oder also einfach dann, dass die Bassdrum einen weicheren Gegenpol zu der eh schon harten elektronischen Kick hat. Und dann kannst du das, dann hast du ja auch diese Tonalität und dieses Fauchen und diesen, was die Bassdrum zum Beispiel ja produziert, hast du ja dann auch überall in den Räumen drin. Ja. Auch wenn du die Bassdrum danach wieder ausmachst, hast du trotzdem immer noch so eine bestimmte Art von Ästhetik, die das Ganze auf ein organischeres Level hebt. Ja. Ich meine, wir wissen ja, dass es das Schlagzeugspielen an sich und Schlagzeug lernen und Becken, dann kommen wir zu dem nächsten Thema, Equipment, Becken, Percussion-Zeug, alles, was so von den reinen Trommeln irgendwie noch außen dazugehört, Elektronik und sowas, Equipment im weitesten Sinne, du bist ja auch ein nerdiger Sammler, so wie ich dich kenne, oder halt, also du hast viel Equipment und stehst auf Vintage-Zeug und besondere Drums vielleicht, die man jetzt nicht so alltäglich rumfahren hat. Als ich so angefangen habe, mich mit Schlagzeug aufnehmen zu beschäftigen, also so diese Außenseite mal zu betrachten, sonst warst du immer gewohnt, jemand kommt her und stellt dir Mikro XY an, Hi-Hat, Snare etc. So fasziniert daran, so tief da einzutauchen. Also wir sind alle so ein bisschen irgendwie verwöhnt durch tolle Technik und tolle Techniker und Möglichkeiten, irgendwie unser Schlagzeug transportiert zu kriegen, unser Schlagzeug irgendwie hörbar gemacht zu kriegen im Studio oder live. Aber so tief da einzutauchen, das ist schon echt auch ein bisschen sonderbar, finde ich. Weil das ist ja, das meine ich, ja, das ist überhaupt nicht, ganz im Gegenteil als abwerten. Das ist also in den Himmel gelobt. Ich verstehe alles, was du sagst. Ja. Es ist so tief in diesem Recording-Shit, dass wahrscheinlich sogar manche, ohne jetzt böse werden zu wollen, aber manche Tonleute, die tagtäglich damit beschäftigt sind, Probleme hätten, da zu folgen. Das ist schon echt eine besondere Tiefe, wie du da im Thema bist. Was hat dich beschäftigt oder bewegt dazu, dich so tief damit zu beschäftigen? Ich habe eine Zeit lang sehr viel Studio-Jobs in Fremdstudios gehabt, bevor ich überhaupt damit angefangen habe. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo das irgendwie weniger geworden ist. In der Zeit, wo ich im Studio gearbeitet habe, habe ich natürlich auch unglaublich viel mitgenommen aus dieser Zeit und auch mit den Engineers und habe da viel gefragt und immer wieder unterschiedliche Setups gesehen und so weiter. Und dann habe ich irgendwann so den Entschluss gefasst, mal so anzufangen, das vielleicht selber auch zu machen. Und dann, ich bin schon auch ein extremer Typ. Also bei mir gibt es halt immer so ganz oder gar nicht. Also und dann habe ich, weiß ich noch, bin ich mit meiner Frau in der Küche gesessen und habe dann gesagt, hey, ich muss jetzt mal richtig viel Geld ausgeben.
Weil es macht für mich, also ich ist jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, aber für mich war es keine Option zu sagen, ich nehme jetzt einen Kaufmann X32 und nehme meine Live-Mikrofone, die ich schon seit 20 Jahren habe, nehme ich dann her und dann habe ich ein Studio. Mhm. Das ist für mich kein Studio. Das hat für mich nichts damit zu tun. Oder das ist wunderbar. Ich will mich da auch über niemanden stellen, überhaupt nicht. Aber es, wenn jemand sagt, so nehme ich auf, dann ist es toll. Dann kann man damit sicherlich auch viel erreichen. Mhm. Aber es hat für mich nichts damit zu tun, was eigentlich Studioarbeit bedeutet. Ja. Und ich habe dann beschlossen, ich habe gesagt, ganz oder gar nicht. Und habe dann gesagt, wenn ich was kaufe, ich kaufe nur State of the Art. Und gehe den teuren Weg von der Equipment-Seite her und auch von dem genau Mikrofone, alles nur immer die Standards. Und dann war ich auch einer meiner besten Freunde, der ist auch so, macht auch so Recording-Sachen. Dann war ich war irgendwie auch so in einem Umfeld, wo dieses Thema Recording sehr präsent war. Und dann entwickelt man schon auch so einen Ehrgeiz. Dann will man schon... Ja. Dann will man schon gut sein und dann will man irgendwie schon, dass man, wenn man dann hat man da irgendwelche Aufnahmen hingeschickt, dann war es so, man hat selber gedacht, boah, das war voll geil. Und dann hat man es hingeschickt und dann hat man so mit dem Engineer telefoniert und sagt so, wie war denn das jetzt? Und dann so, es war okay, aber da, das weiß ich nicht, das Mikrofon konnte ich nicht hernehmen, das war total phasig. Okay, dann, ich habe das nicht mal gehört, dass das irgendwie phasig war. Was ist denn da? Oder so Sachen, dass dann irgendwelche stehenden Frequenzen in den Hi-Hats, es gibt ja auch so viele Kleinigkeiten, so Gimmicks, kleine Sachen, die gerade in den Trommeln ja auch sehr, sehr viel machen. Also du kannst, es gibt in jeder Trommel gibt's Störfrequenzen. Ich nenne die diese Medizinballfrequenzen. Ja. Wenn du so auf dem Boden, das macht dich total ver. Ich hasse es. Ja. Es ist egal, was du hast, es ist in jeder Scheißtrommel drin. Ja. Da gibt es halt eine Möglichkeit, kannst du Frotti-Handtücher da in den Kessel reinkleben, dann ist es super. Da lacht er schon wieder, gell? Oder so Hi-Hat wenn du kontrolliertes Recording machen willst, dann musst du was in die Hi-Hat reinlegen. Weil das untere Becken ist immer da. Das sind immer Scheißfrequenzen. Mhm. Und die Scheißfrequenz ist auf jedem Mikrofon drauf. Ja. Und wenn du komprimierst, umso mehr. Und das kamen dann so viele Sachen hinzu, dass man dann sich auch mit vielen Leuten ausgetauscht hat und immer mehr gelernt hat. Und irgendwann kam dann das immer viel, viel besseres Feedback. Und irgendwann kam so Feedback, dass, womit ich selber gar nicht so richtig umgehen konnte, dass man dann wirklich so über die Maßen hinaus gelobt wurde, was man da gemacht hat. Und jetzt bin ich, glaube ich, das erste Mal nach dieser langen Zeit, so wahrscheinlich sind es so 6 oder 8 Jahre, wo ich das jetzt selber mache, jetzt bin ich so langsam da, wo ich das Gefühl habe, dass ich so ankomme, dass ich so langsam zu mir komme und dass ich so langsam weiß, was ich will, wie ich an bestimmte Sachen komme und was ich für einen Sound auch haben will, ich klingen will. Es fühlt sich gut an gerade für mich. Und keine Ahnung. Und natürlich, ich meine, man setzt sich immer mehr mit Dingen auseinander. Ich glaube, gerade die Auseinandersetzung mit Engineers und auch so, wie Prozesse laufen, was weiß ich. Schau dir Michael Brauer an. Michael Brauer arbeitet ja extrem viel mit Parallelkompressionen. Und dann, das ist ja was ganz viele Leute auch nicht wissen. Ganz viele der Top-Engineers, die haben ihre Kompressoren. Da haben sie ein Stereopaar und das haben die in ihrem Leben einmal so eingestellt, wie die das haben wollen und es wird nicht mehr verstellt. Und die schieben quasi nur übers Pult, schieben die halt, je mehr du da reinfährst in diesen Kompressor, umso mehr macht er dann und umso mehr färbt er. Und so ist die, also auch so Sachen wie Kompressionen, da habe ich
vor 2 Jahren überhaupt keine Ahnung gehabt. Da habe ich so ein bisschen was gemacht, aber da bin ich jetzt auch gerade so und habe jetzt, da bin da auch in den Analogbereich eingestiegen, was natürlich schön ist. Und es ist halt, das sind Sachen, die den Sound einfach nachhaltig färben. Ja. Und Energien und ich finde beim Recording das Wort Attitude unglaublich gut. Ja. Ich finde, es geht immer um Attitude. Es geht um dieses, auch live natürlich, aber diese Attitude, die in dem Sound drin ist. Und wie schaffe ich so eine Attitude reinzubringen? Und das ist zum Beispiel auch so, ich kann total leise spielen, aber ich habe zum Beispiel den ultra krassen Kompressor irgendwo drauf und machst und du denkst so, okay, cool, mehr brauche ich nicht, ja, alles gut. Ja. Super. Wenn du den Kompressor rausnimmst, klingst du so, tock, tock. Ja, genau. das macht ja auch unglaublich viel Spaß. Ja, klar. Absolut. Ich versuche auch immer, ich versuche auch so bei den Charaktersignalen immer voll an, also ich versuche es eigentlich immer voll gegen die Wand zu fahren und versuche so total extrem zu sein, ja. Weil ich auch weiß, dass wenn halt ein Engineer das Signal nicht mag, dann hat er genug andere Signale, mit denen er arbeiten kann. Ja. Ja. Das heißt, ich sage immer so, es gibt die Fleiß-Signale, das sind quasi die Direktsignale. Mhm. Und dann gibt es diese Signale, die dann noch den Spaß, die Attitude und die Energie und überhaupt so eine, so eine Geschichte dazu bringen. Und dann bringt wieder die Parallelgeschichte, bringt wieder nochmal einen neuen Aspekt hinzu. Mhm. Ja. Also ich arbeite zum Beispiel tatsächlich so, dass ich ganz, ganz viele Sachen über den Alter Boy von Soundtoys, das ist auch Johnnys Verdienst, muss man sagen. Den verwende ich ganz viel parallel. Und das Geile ist, den verwende ich zum Beispiel in der Kombination mit dem Devil Lock. Und dann passieren total tolle Sachen, weil du spielst zum Beispiel ein Ride-Becken und dann klingt das Ride-Becken immer so, und es macht so, wenn du drauf hast, machst du irgendwas so ganz komisch Tiefes. Und durch diese Der Devil Lock macht zum Beispiel transientenmäßig irgendwas und dann hast du auf einmal einen komplett neuen Sound, der mit dabei ist. Mhm. Und es klingt nicht nur so, wie wenn du Ride-Becken spielst, sondern es kommt sowas ähnliches wie ein Rim-Sound dazu, der aber gar nicht, der trotzdem ganz anders klingt, viel spezieller klingt. Und das ist eben so spannend. Ich nenne es immer meine Terrorsignale. Ich mache halt immer so. Ich mache ein Terrorsignal und das schicke ich halt mit und sag aber auch, das ist ein Terrorsignal. Machst du das manchmal auch schon live aufs Ohr? Also wenn du spielst beim Recording? Das geht nicht. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht, weil ich die Parallelen ja in der DAW habe. Mhm. Ja. Aber natürlich, wenn ich jetzt die ganzen Kompressionen und den Hall und so weiter, das habe ich schon auf dem Ohr. Ja. Ich habe zum Beispiel auch ein analoges Delay. Mhm. Und das ist auch gut, dass du das ansprichst, Stefan, weil ich finde tatsächlich, dass das ganze Thematik mit Outboard hat für mich auch nur eine, also für mich persönlich ist es so, es hat für mich nur eine, wie sagt man denn? Es macht für mich nur auf eine Art und Weise Sinn, das überhaupt zu kaufen. Mhm. Und zwar analog zu kaufen, weil ich bin ständig auf der Suche nach Geräten, die meine Kreativität anregen. Ja, weil ich natürlich im Recording-Prozess, wenn ich Soundcheck mache, irgendwas drehe ich halt irgendwo rum. Ich weiß überhaupt nicht, was ich mache. Und es passiert auf einmal dieser Moment, wo ich sage, ah, das ist dieser Magic Moment, wo ich sage, boah, das ist jetzt wahnsinnig gut. Ja. Und dann hörst du das und dann spielst du ja auch ganz anders. Klar. Du spielst ja auch in den Kompressor rein und wenn du das hörst, dann ist die ganze Kontrolle über den Sound, die ganze Intention, wie man spielt, verändert sich natürlich komplett dadurch, was auch von dem ganzen technischen Umfeld her passiert, sage ich mal. Ist ja auch so, wenn du sehr, sehr heiße Preamps hast,
da kannst du ja nicht, wenn du da zu laut wirst, dann schaue ich fast oft panisch rüber und denke so, fuck, das war gleich zu laut. Yeah. Yeah. Oh, Gott sei Dank, nochmal Glück gehabt. Yeah. Zum Weiterspielen. Und also das, es macht schon was. Und es macht ja auch total viel, was. Also, wenn ich zum Beispiel sage, ich muss es ganz leise spielen, das macht ja wahnsinnig viel aus. Das spielst ja ganz anders. Klar, ja. Und ich finde es auch super spannend, eben diese Komfortzonen ständig zu verlassen. Und das passiert einem ja auch in diesem Recording, gerade auch im Remote Recording passiert das. Mhm. Ich kann dazu eine Story erzählen. Ich habe für die TUI-Gruppe, für das Entertainment-Programm so Musical-Medleys habe ich einspielen müssen. Und es war alles noch MIDI-mäßig und es war so, und dann habe ich dann mit dem Produzenten telefoniert, hoffentlich schaut er sich das jetzt hier nicht an, und dann sagt er zu mir so, ja, das ist alles ganz poppiges, einfaches Zeug, danach habe ich natürlich dann auch alles kalkuliert und so, mache ich das erste Medley auf, geht los, und ich dachte mir so, okay, poppig. Okay, warte mal, das ist ja total. Also, okay. Jetzt schaue ich mir das mal an. Das ganze Medley dauert. Ah, warte. Glück gehabt, nur 25 Minuten. Und dann hast du da 25 Minuten Big Band Sound auf einmal. Es ist Gott sei Dank so nach Minute 10 etwas poppiger geworden, muss ich eben zugute sagen, muss ich das anmerken. Ja. Aber da habe ich natürlich, ich habe einen Tag länger gebraucht. Es gab keine Noten, es gab gar nichts. Ich musste mir jeden Kick rausholen. Ja, krass, ja. Und dann kommst du natürlich auch auf einmal in die Situation, wo du sagst, ja, okay, warte mal, jetzt habe ich Setup gemacht. Jetzt habe ich hier schön flapsige, poppige Toms, Bassdrum, mit einem guten Kick und so. Ja. Okay, warte mal, scheiße. Was mache ich jetzt? Okay. Oh. Neues Set aufstellen. Ja. Krass, echt. Slingerland, bisschen offener, bisschen irgendwas. Und dann ist es ja nicht so, ich bin ja kein Big Band-Schlagzeuger, ich bin ja kein Jazz-Schlagzeuger. Aber trotzdem muss man natürlich in so Situationen dann zumindest versuchen, das so gut hinzufaken, wie es geht. Klar. Ja, klar. Es hat dann auch gut funktioniert, es hat alles gepasst, aber das meine ich, und es ist dann auch geil gewesen, da war ich dann auch, habe ich mich gut danach gefühlt, dass ich dieses anfängliche Ding, wo ich mir gedacht habe, wie soll ich denn das spielen, dass das dann irgendwie doch alles gut funktioniert hat und dass man sich dann so reingewurschtelt hat und dann quasi die Prüfung bestanden hat. So. Wo kann man das hören, Jojo? Ich glaube, es ist nicht öffentlich. Ich kann es mal schicken. Urlaub fliegen. Ja, wenn du Kreuzfahrt buchst. Dann. Ja, genau. Ja, sonntags morgens. Ja. Nee, das ist Frühschoppen. Also, ich finde es immer wichtig, dass man, also auch so diese, ich höre mittlerweile wieder mehr Musik als früher. Früher habe ich, also eine Zeit lang, wenn ich so viel selber gespielt habe, dann habe ich das überhaupt nicht, das ging gar nicht mehr für mich teilweise. Ich bin großer Kriminal-Hörbuch- oder Hörspiel-Fan und habe da also ewig. Aber jetzt, das ist ein riesen Ding auch mit dem Studiobau, da höre ich mittlerweile ganz viel Musik. Und das ist toll, weil zum Beispiel diese Playlisten, die ich dir geschickt habe, das sind ja, also das sind auf jeden Fall meine ganz großen Einflüsse. Ja. Und dann entdecke ich wieder neue Bands und gerade Joey ist Wahnsinn für mich momentan. Ja. Der Spieler, der kann gar nicht laut spielen tatsächlich. Joey Baronke, meinst du? Ja, genau. Ja. Sagt er ja auch selber. Jeff, der Matt Chamberlain ist es ist unglaublich, eine unglaubliche Inspiration. Ein Typ, der ein Vokabular hat, in soundlicher Natur, inhaltlich ist es Wahnsinn. Also ja, spielerisch ist, aber mir geht es viel, viel mehr um diese soundliche Komponente. Mhm. Es ist unglaublich. Du hörst irgendwie eine Bruce Springsteen-Platte, dann klingt der halt so, wie es bei Bruce Springsteen einfach klingen muss. Und dann hörst du, danach hörst du dir was anderes an und es ist, der ist ja auch
in dieser elektronischen Geschichte ja auch gut mit drin und schafft da auch eine ganz, ganz tolle, tolle Melange. Aaron Sterling natürlich auch auf seine, auch toll, fantastischer Drummer. Ja. Es gibt, es gibt ja so viele, gibt so wahnsinnig viele, aber das sind schon so, das sind meine ganz, ganz großen Einflüsse auch. Auch Jackie Liebezeit habe ich durch den Thomas Fietz eben dieses Jahr entdeckt und hat, der hat auch diese, der auch Joey da wieder diese Krautrock-Geschichte eben, die in Deutschland gar nicht so groß war, aber in den USA tatsächlich schon auch groß war und dann auch davon auf jeden Fall so Bands wie Radiohead beeinflusst wurden. Auch ein Künstler, die Radiohead ist für mich, sind Götter. Es ist unglaublich, was die gemacht haben. Momentan auch die Justin Vernon ist Wahnsinn, von, also Bon Iver, der Sänger, der auch mit den Dessner-Brüdern von The National zu Big Red Machine, das sind geile Typen, die machen halt das, worauf sie Bock haben und das ist geile Musik, ist kreativ und ich mag Künstler gerne, die ihrer Vision folgen und nicht der Aussage des A&Rs. Das finde ich halt toll. Gibt es in Deutschland leider nicht so viele, die so, so wahnsinnig inspirierend sind. Frank, hatten wir da mal drüber gesprochen? Über das, ach, ich weiß gar nicht, irgendein Gespräch, wo es darum ging, dass das über den Wandel der Plattenindustrie und dass es diesen Mut gar nicht gibt in Deutschland. Ja. Also, dass eben so viel wahnsinnig geile Musik dann aus skandinavischen Ländern oder immer noch natürlich England, USA kommt. Ja, klar. Und das ist in Deutschland, dass man dann manchmal ganz schön suchen muss. Und das, oder dass man sozusagen diese, weil die Bands, über die du gesprochen hast und die Künstler, sind ja zum Teil riesengroß. Und in Deutschland findet man diese Art von Musik, diese Experimentierfreude und dieses Spezielle oft nur in so einem Independent Untergrund in so einer Szene eigentlich. Fehlt der Mut ab und zu, ja. Voll, ich denke jetzt gerade drüber nach, fallen euch jetzt da spontan Bands, deutsche Bands ein? Nee. Wahrscheinlich nicht, weil man sie nicht kennt. Also jetzt von den großen Acts halt nicht, ne? Weil sie nicht groß sind, ja. Witzigerweise, ich habe ja hier hinten so ein Simmons-Kit gerade stehen. Boah, geiler Typ. Und wenn du dann so NDW hörst, das ist experimentierfreudiger Scheiß. Ja, klar. Also so in den 80ern, da lief Zeug im Radio. Das würde sich heute kein Schwein trauen, das zu veröffentlichen. Ich hab ja meine eigene Band, das ist so die Herzblut-Band, wo alle Mitglieder eigentlich auch super ganz gut in der Musikgeschichte umeinander kommen und so. Die heißt Kannheiser. Wir befinden uns leider auch im Tal der Unbekanntheit. Wie man so schön sagt, wir sind weltweit unbekannt. haben quasi, aber es, für mich ist toll, da sind viele NDW und 80er Jahre Elemente mit drin, was ja ich liebe, auch im Recording-Bereich. Und ich spiele so ein Rototom-Setup. Ja, geil. Es ist traumhaft. Abgeklebt. Alter, Mann. Na klar. Ja, klar. Pinstripe, abgeklebt. Ja, klar. Geil. Und, aber ich habe nur zwei Rototoms, dann eine, dann also 10, 12, nee, 8, 10, 13 und 18 meistens. Ja. Und dann hast du... Und es ist so toll, ich spiele ja immer nur mit zwei Toms und diese vier Toms animieren mich zu, ich kann quasi die absolute Geschmacklosigkeit endlich ausleben. Es ist toll. Du kannst also alle Fill-Ins kannst du wieder spielen, die du in deiner Jugend geübt hast und geliebt hast. Jetzt aber mal Spaß beiseite. Es ist wirklich, es macht auch Spaß, quasi vom reinen Ding her, es ist inspirierend, irgendwie, gerade wenn du so Hand-to-Hand Sachen machst. Ehrlich. Dann sagst du, okay, wow, es ist so geil, aber es ist eigentlich so geschmacklos. Ich liebe es. Aber ey, das ist super. Ey, aber das kommt alles wieder. Oder es ist schon da. Es sind ja viele Sachen auch wieder schon wieder da oder vermischen sich auf irgendeine Art und Weise. Also, aber wenn es gut gemacht ist, hat auch alles immer Bestand. Finde ich nämlich auch, ja.
Scheiß drauf, aus welchem Jahr oder ob das jemand anders gerade hört. Ja. Wenn es tut, irgendwie für sein Empfinden. Und vor Snarky Papa hätte auch keiner gedacht, dass Fusion-Musik nochmal so eine Wendung nimmt. Hm. Stimmt, ja, genau, zum Beispiel, ja. Ich finde auch, dass alles erlaubt. Und solange es irgendeinen Menschen emotional berührt, dann ist alles erfüllt. Und ich finde auch diese Einstellung von manchen Profimusikern finde ich so krass deplatziert, dass man sich immer so wichtig nimmt und dass man immer so sagt, ja, ich habe das ja studiert oder ich bin ja Profi, ich bin ja Wahnsinn, weil ich so ein geiler Typ bin und die alle anderen haben doch überhaupt keine. Und dann denke ich mir so, hey, also mich erfüllt es total mit Glück, wenn ich zum Beispiel irgendwo bin und es spielt eine Band und spielt eine Schülerband vielleicht und die spielen alle noch nicht besonders gut und so. Aber du merkst einfach, die lieben das, die legen alle Emotionen da rein. Ja, und genau. Auch wenn ich einen Drummer höre, der einfach nur mit Leidenschaft das Ding spielt, dann denke ich mir so, geiler Typ, der macht das alles richtig. Und mir ist es doch total wurscht, ob der jemand mir zeigt, ob er 32. spielen kann. Absolut. Ja. Weiß er ja eh nicht, was es ist. Ja, klar. Also von dem her, mit Musik nichts zu tun. Ja. Sorry, ich wollte ja nicht ins Wort fallen, aber oft ist das bitte. Ja viel mehr entertaining. Also ich höre ja viel lieber jemanden zu, der da um sein Leben spielt und mit seiner mit voller Energie, als jemanden, der fehlerfrei abliefert. Der abgebrüht, ja, genau. Und aber den anderen Teil sozusagen nicht dabei hat. Ja. Es gibt natürlich auch Chefköche, die dann beides machen. Ja, klar. Ganz klar. Ja. Aber jetzt wollte ich, das wirft ja eigentlich eine interessante Frage auf. Wenn du sagst, ist es dann als Profimusiker oder als so wie wir das ja machen, dass man sagt, du bist so ein Feuerwehrmann, du springst irgendwo ein, schaffst dir da ein Programm drauf, ballerst es da halt irgendwie runter ohne einen Fehler, Klick geht an, sagst du, okay, 1, 2, 3, 4, los geht's. Ich denke, es ist eine Gefahr, dass man dann auch nicht mehr so emotional klingt, oder? Dass man aufgrund dieses Ablieferns vielleicht zwar abliefert, aber gar nicht so sehr das eigentlich, also technisch gesehen alles toll ist, aber ich frage mich, ob das dann von der emotionalen Seite immer so gut ist eigentlich. Also definiert doch mal. Trotz dieses Ablieferns. Wie wird man diese Emotionalität im Spiel, wie wird man die definieren? Durch was kommt die? Durch vielleicht ein bisschen anziehen oder schleppen oder zu bestimmten Punkten hinspielen und wieder fallen lassen oder sowas. Ich glaube, da fehlt oft der Mut, wenn man die Gelassenheit, wenn man bei anderen Acts einspringt für einen vielleicht sehr, sehr hoch angesehenen Kollegen irgendwie, da versucht man so eine Perfektion, die es vielleicht auch gar nicht gibt, irgendwie sich selber dahin zu legen irgendwie und einfach abzuliefern, dass es stabil ist, weil ich glaube, das ist, wenn du im Kontext mit anderen Leuten spielst, die eigentlich einen anderen Drama gewohnt sind und den Sound und anziehen und sein fallen lassen oder sowas irgendwie, was ist seine Eigenarten einfach, die das einfach gewohnt sind, von hinten zu spüren und zu hören. Und du bist da jetzt, dann weißt du ganz genau, dass es sowas gibt. Aber ich glaube, da hast du einfach in dem Moment nicht die Gelassenheit und den Mut dazu und die Größe vielleicht auch so irgendwie zu sagen, ach ja, ich lasse es jetzt einfach so auf mich zukommen. Da will einfach, glaube ich, jeder einen guten Job machen. So irgendwie. Ein guter Job ist, glaube ich, dann irgendwie so definiert, so würde ich es jetzt verstehen oder so empfinde ich das vielleicht, dass man einfach eine gewisse Stabilität bietet irgendwie, weil das ist ja nach wie vor der Job des Drummers, irgendwie so eine Band vielleicht zusammenzukleben oder zumindest mal ein Anlaufpunkt zu sein, wo man sagt, okay, als Gitarrist setze ich da gern meine Single Notes drüber oder whatever und als Bassspieler kann ich gut mit dem Achtel spielen irgendwie und so. Und dann steht erstmal so ein Fundament und dann ist schon mal die Chance ganz gut, dass sich alle wohlfühlen. Ich glaube, da ist so, wenn man aushilft, gerade beim ersten Gig, beim zweiten mag das bestimmt schon anders sein, dass man sich da mehr traut und mehr fallen lässt vielleicht oder so. Aber beim ersten guckt man einfach, dass man gut durchkommt, glaube ich. Oder? Mhm. Kann man das so definieren, die Emotionalität? Ja. Ich hätte Probleme, also jetzt mal abgesehen von allen Größen,
Verhältnissen und sowas. Mhm. Spielt jetzt wirklich überhaupt keine Rolle. Stell dir mal vor, wir würden Charlie Watts vertreten müssen bei den Stones. Da kannst du doch nicht in so einem perfekten Denken, die wir alle so aus der Pocaro JR-Ecke, so dieses zum Klick spielen können, auch sind so, ey, das interessiert doch keine Sau bei den Stones. Läuft da eine Nummer mit Klick? Ja, wahrscheinlich, weil da viel mitläuft vielleicht oder so, keine Ahnung. Aber ob Charlie Watts den Klick nagelt so jeden Abend, ich mag nicht an dem Typ zweifeln, an seinem Können und so. Das ist Schlagzeuger der größten Rock'n'Roll, naja, der zweitgrößten nach Beatles natürlich, aber ich glaube, da würden wir blöd aussehen irgendwie. Da würden wir da stehen wie so, oder da sitzen wie so ein Fragezeichen. Aber ich glaube, wenn du bei den Stones aushilfst, ne? Ja. Frank. Das klingt schon geil. Nein, ich meine uns alle, Stefan. Ja, dann glaube ich, brauchst du aber schon auch den Mut, also du darfst nicht nur auf Perfektion gehen da. Also du musst dieses emotionale Skillset voll am Start haben. Weil ja. Der Typ, der da spielt, ja. Spielt ja so unschlagzeugerisch, wie man sich es nur vorstellen kann. Ja, genau. Das heißt, du brauchst einen guten Sound und du brauchst eine Energie, du musst eine große Bühne füllen. Mhm. Also ja, ich glaube, dass da nämlich dieses Sicherheitsdenken und Abliefern, also das ist so. Mhm. Das ist echt eine interessante Frage, ja, voll. Weil ich nämlich, ich dachte so zuerst so an so typische Musical-Musiker, die dann so ab Show 3 ein Buch lesen während der Show. Und bei denen ja sehr häufig auch dieses ganze musikalische Skillset überhaupt nicht mehr hörbar ist. Weil auch der Mix und so, dann das, was rauskommt, das klingt wie eine sehr kalte Aufnahme, sehr häufig, obwohl Leute da live spielen, weil es vielleicht auch gar nicht gewollt ist oder so. Mhm. Das hat es so bei mir zuerst angetriggert, aber du hast natürlich voll recht, du kannst natürlich nicht so platzhirschmäßig als Sub die erste Show spielen und diese Stabilität missachten. Ja, genau. Weil das natürlich das Fundament ist für das andere. Also ja, ich würde es nicht können, glaube ich. Ich würde mich damit unwohl fühlen irgendwie. Da wäre meine Fehlerquelle, glaube ich, größer, mit der Haltung reinzugehen. Ich komme natürlich auch auf den Act an so und auf den Anspruch, klar. Ich stelle mir, ich habe die Frage auch gestellt, weil es mir auch um dieses Energieding und dieses musikalische Ding gegangen ist, wo ich sage, wenn jetzt jemand mit seinem Herzen spielt, dann transportiert er andere Emotionen. Und das ist, glaube ich, so, worauf ich hinaus wollte. Ich glaube, man kann auch einen guten Subjob spielen, aber man sollte sich nicht nur Gedanken darüber machen, dass man nur den Ablauf perfekt spielen soll und gutes Timing hat und so, sondern dass man eben auch versteht, was so ein Act braucht und diese was Seite, die das, was wollen die? Welche was Rolle muss man da erfüllen? Ja. Ja, genau. Ja, und welche Energie wollen die haben? Wie lässt man sich darauf ein? Ja. Welche Fills spielt man? Ja. Und so darauf wollte ich hinaus eigentlich so ein bisschen, dass man halt, das ist ja total schwierig, das zu treffen. Voll, ja. Man hat mal einen guten Tag und man hat wieder einen schlechten Tag. Aber auch Bands haben ja unterschiedliche Ansprüche daran. Ne? Also genau. Ich glaube, ich habe einige Subjobs gespielt, wo es eigentlich von vornherein kommuniziert wurde, so, ey, das ist kein Problem. Du bist heute da, deswegen spielen wir mit dir. Alles easy, schön. Mach, was du willst. So ungefähr, was der Olli auch gesagt hat. Ich glaube, das ist ja das Geilste, was es gibt. Aber dann gibt es natürlich auch Situationen, wenn du zum Beispiel in eine größere Produktion reinkommst, wo du aus welchen Gründen auch immer von heute auf morgen einspringst, hast du natürlich, da ist gar nicht die Zeit, darüber zu sprechen, sondern da heißt es ohne Probe, nur durch Soundcheck und los geht's. Das ist klar. Ich denke, oder das, wo ich mir viele Gedanken drüber mache, ist eben, es gibt ja quasi immer die richtige Entscheidung in dem richtigen Moment oder es gibt die falsche Entscheidung in dem richtigen Moment.
Also das ist so von der Musikalität her, wenn du sagst, okay, es hat mir ein Kollege hat mir das erzählt, er kennt Tim Lefebvre persönlich. Das war der Dorino Goldbruder. Ja. Auch toller Schlagzeuger, toller Mega. Typ. Und du kennst ihn ja auch, hast du erzählt, ja. Das ist auch Family und so. Ich bin. Und der hat mir erzählt, dass Tim Lefebvre irgendwie, der hat ja, wie wir wissen, mit irgendwie allen gespielt. Und der hat mit Sterling irgendwie eine Aufnahme gemacht und hat vom Almighty of Music gesprochen anscheinend. Und ich mache mir ganz viel Gedanken darüber, wann, also wie kann man das irgendwie, wie kann man das verstehen, wann man in welchem Moment die richtige musikalische Entscheidung trifft. Und das ist was, was mich tatsächlich umtreibt, weil ich sage, warum kann so ein Typ in so einer hohen Quote die richtige Entscheidung treffen, sowohl was Intentionen angeht, was Dynamiken angeht, was Sound angeht, diese ganzen Aspekte. Warum kann das jemand so extrem gut? Ist er auf so einem anderen Stern, macht er sich über so viele Gedanken, über die sich jeder normale Drummer vielleicht Gedanken macht, gar keine Gedanken mehr, weil er so drüber steht? Ich weiß es nicht. Ich frage mich das oft. Warum gibt es diese Leute, die egal ob im Studio oder live, Sachen spielen, wo du sagst, also es ist immer Wahnsinn, was der Typ macht. Musikalisch gesehen, mir geht es überhaupt nicht um irgendwie Schlagzeugerisches, sondern ja. Es ist auf alle Instrumente zu übertragen. Ja. Entscheidung, dass er diese Entscheidung jetzt trifft, dass er jetzt diese Entscheidung trifft, dass er auf einen Schlag zum Beispiel so krass in das Ride-Becken reingeht. Und es macht aber so, boah, und dich haut es einfach so nach hinten und denkst so, Mann, ist das Wahnsinn. Es emotionalisiert mich nur dieses beschissene Ride-Becken, was weil nur ein so kleiner Punkt im gesamten Bild ist. Warum emotionalisiert mich das auf einmal und warum bringt das auf einmal die Musik auf so ein krasses Level? Das finde ich so faszinierend. Und ich frage mich immer, was sind das für Typen? Was machen die eigentlich? Warum ist das bei denen so? Ist es bei einem selber auch so und man nimmt es nur nicht so wahr, oder? Ich glaube, genau. Ich glaube, du beantwortest dir die Frage fast schon selber. Weil ich, also wir lernen ja auch im Laufe unseres Lebens Musiker kennen, zu denen wir hochgucken oder hochgeguckt haben. Und manchmal schafft man es ja dann irgendwann, sich auch mit denen auf Augenhöhe zu unterhalten und stellt fest, dass die sich alle die gleichen Fragen stellen. Ja, genau. Also das, also ich glaube, was ich denke, da muss man nicht drüber sprechen, dass jeder eine andere Geschichte mitbringt und eine andere Sozialisierung musikalisch und menschlich. Deswegen, ich glaube, dass viele sich dann auch diese Fragen genauso stellen wie du und die sich andere anhören und vielleicht sagen, ey, wenn vielleicht Steve Gadd dann der Hero war oder wenn Billy Cobham der Hero war, dann zu sagen, so, warum hat der diese Entscheidung getroffen? Ja. Aber es beantwortet natürlich nicht die Frage, wo die herkommen, ne? Aus welchem Zimmer. Aber ich glaube, das ist auch eine Magie, die Musik nur bieten kann. Sage ich jetzt mal ganz blöd daher, ganz philosophisch, ganz pseudo-wichtig. Weil, unter anderem, weil wir uns wirklich jeden Tag auch die Frage stellen, vor allem wenn man so gern eintaucht in so unbegründete Tiefen, die so unendlich tief sind, da tauchen wir ja gern ein und forschen da drin gern, um mal abzutauchen, weil das auch so ein Seelenheil ist irgendwie, weil es so faszinierend ist und man kein Ziel sieht, wenn du sagst, ja klar, alles klar, hier ist die Zahl, das ist Ergebnis, Punkt, die ist so. Das ist ein Fakt, das ist wissenschaftlich, das ist alles irgendwie. Aber bei uns, beim Musikmachen, ist es so tief und unergründbar teilweise. Und ich glaube, wenn du so eine Nummer hast, wie du jetzt sagst, warum geht der Aaron Sterling oder der XY da auf das Ride und warum nimmt mich das da so mit? Ich würde mal, weil wir kein
A-B-Vergleich in dem direkt in dem direkten Zusammenspiel haben. Vielleicht wird's Aaron irgendwas anders spielen in dem Moment. Nur hören wir den nicht, weil er halt nicht da ist, weil Aaron Sterling die Aufnahme spielt. Das klingt jetzt so, hä? Was? Ja, das ist ja voll relativ. Ja, ist es auch, glaube ich. Weil es gibt so viele Ansätze in Song, vermeintlich richtig zu spielen oder Energien zu erzeugen oder sowas. Jan Pace hat die Aufnahme nicht gespielt. Nee, es hat Aaron Sterling gespielt. Es hat auch Simon Phillips die Aufnahme gespielt und nicht Jacke Liebezeit. Der hätte es anders gemacht. Der hätte an einer anderen Stelle vielleicht einen Rimshot gespielt irgendwie mit einem Stick ganz quer im Feld drin irgendwie so ganz komisch und perkussiv, wo du gedacht hättest, wow, der hat jetzt nicht das Ride erwischt, sondern der hat jetzt da so einen Trick, ach toll. Weißt du, das ist plötzlich so, wir haben es in dem Moment, wo wir diesen Song oder diesen Moment hören und spüren und was der mit uns auslöst oder in uns auslöst, den haben wir in dem Moment nicht, weil wir keinen A-B-Vergleich haben. Wir nehmen immer nur diesen einen Moment wahr, wo halt Aaron Sterling in dem Fall, Klaus-Jürgen Müller spielt den Song, was glaubst du, wie der die Nummern nagelt? Ja, ist halt nur nicht da in dem Moment. Ja, das ist richtig. Weißt du, das ist sehr relativierend und das löst es eigentlich total auf und das fällt so ab, wo du denkst, das ist ja voll ernüchternd, so eine Aussage. Ich denke mir das manchmal selber, aber das ist es in dem Moment oft wirklich, weil wir haben diesen einen Moment und den machen wir so groß, weil wir gern Musiker sind, weil wir Musik so lieben, weil uns das so viel gibt und dann deuten wir da oft so viel rein und Person B hätte es ganz anders gespielt, der hätte an einer anderen Stelle vielleicht was ganz anderes gemacht. Der hätte plötzlich einen Simmons E-Drum ausgepackt und hätte da draufgehauen und hätte in dem Moment vielleicht gar keine Wirkung gehabt auf uns oder wir hätten gesagt, Alter, der haut da auf einen Simmons E-Drum. Unfassbar, so eine Idee, wie geil. Und plötzlich ist das Ridebacken von Aaron Sterling gar nicht mehr interessant, weil der ja nicht zu hören war. Aber es gibt, ja, also ey, das, was du gesagt hast, ist wirklich der... Entschuldigung, jetzt bin ich total abgedriftet. Das ist richtig krass irgendwie. Das muss man so als Ausschnitt eigentlich rausschneiden. Das ist saugut, ja. Das ist richtig, richtig gut. Mach's weg, lösch einfach, nee, das, Stefan. Nee, das ohne aber, Scheiß. Ich finde es richtig gut, weil mir kam so im Kopf, was man noch da irgendwie ergänzen kann. Aber eigentlich finde ich das wirklich super, was du da gerade gesagt hast. Also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, das ist wieder eine... dass ich das toll finde, dass unsere Talks so vielseitig sind und so unterschiedlich und dass Jojo heute eine ganz eigene Farbe da reingebracht hat, finde ich richtig, richtig geil. Es ist wirklich toll, mit dir zu sprechen. Vielen Dank, sehr es war inspirierend auch sehr schön, mit euch zu sprechen. Absoluter Hammer. Dankeschön. Und das ist toll und wir könnten auch mit dir eine zweite und dritte Folge machen. So viel gibt es noch zu besprechen. Ja. Wir beenden das jetzt aber mal hier und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Es hat echt total Bock gemacht. Vielen Dank, Jojo. Das wünsche ich euch auch. Ja, danke euch. Es war wirklich sehr schön mit euch.